Alles läuft nach Plan. Wir machen jetzt 10 weitere Kindwurms und dann boom, Brutalanda. Level 9, weiblich in Shiny kommt. Ich habe vorhin kurz gesucht nach Kindwurm, weil ich das nicht mit euch machen wollte, weil langweilig. Und es kam nach 3 Encountern. Und gestern kam einfach eine Stunde lang nichts. Das ist so anstrengend. Ich sage aber, wenn es ein Weibchen ist, fange ich's. Weil mir geht's wirklich nur um Level 9. Egal, was für ein Level 9er das ist, ich fange ihn. Es muss kein Männchen sein, weil er ist nicht Teil vom Origin Dex. War nicht mein Level 1 Gyarados auch ein Weibchen? Ich weiß es nicht mehr. Hallo Gennen. Danke für das Glück. Hallo Verox. Und heute, ich habe gehört, es bringt Glück, wenn man die ganze Zeit die Musik hört. Wir können auch den Sonne- und Mond-Soundtrack komplett hören. Von Anfang bis Ende, mit jeder Sounddatei. Das ist Nummer 37. Hallo Kühner. Fehlt der Shader? Das ist DS. Das ist kein Emulator mehr. Warum? Keine Ahnung. Ich bin umgestiegen auf DS, weil ich die QR-Codes scannen musste und so. Und jetzt will ich nicht wieder zurück. Auch wenn es wirklich schlechter aussieht, gell? Es fehlt. Es sieht so viel schlechter aus. Und wenn fehlt kein Shader, ist der einzige Grund, warum auf dem Emulator das besser aussieht, weil die Grafik hochskaliert wird. Das heißt, was jetzt so verpixelt ist, liegt daran, dass die Auflösung 480p ist. Aber beim Emulator ist die Auflösung 4K, wenn ich will. Und schon sieht man natürlich nicht mehr die Pixel, weil sie sehr, 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 sehr klein sind. Aber Shader, damit hat nichts zu tun. Glaube ich. Hatte schon Glück, hab Schwarz 1 für 40 Euro gekauft mit Hülle und DS Lite für 15. Wie hast du das geschafft? Aber fast hättest du sie auf Japanisch gekauft. Das hätte dich ein bisschen geärgert, wenn du dann die Spiele auf Japanisch hättest spielen müssen. Ohne irgendwas zu verstehen. Ich finde die 3DS-Graphics schöner. Was meinst du im Vergleich zu was? Du findest es schöner als jetzt auf dem Emulator? Du findest es schöner, dass das Kindwurm aus 5 Pixeln besteht? Das glaube ich dir nicht. Ich meine, ein paar Sachen sehen echt nicht besser aus. Weil quasi das Hochskalieren nicht weiß, ob der Pixel rechts oder links hin soll, wenn quasi es auf der Kippe steht. Aber die meisten Sachen sehen so viel besser aus. Vor allem Kämpfe. Ja, Schwarz und Weiß 2 für 60 auf Japanisch. Aber hast du nicht gekauft? Fabian, du bist ein... Ah ne, Yannick, du bist ein Koalelu. Nur der Mann im DS schaut dir zu. Der Mann auf Twitch schaut dir zu. Fabian, du bist ein Nidorina. Maurice, du bist ein Miraidon. Also ich stimme sehr oft, also ich stimme komplett mit dir überein, dass oft Spiele in ihrem Original besser aussehen. Zum Beispiel gibt es Custom Texture Packs, auch für dieses Spiel hier. Und ich denke mir nur, wie können die Leute überhaupt, also wie können die Leute nicht sehen, wie hässlich das ist?
Und es liegt daran, dass einfach die, die das Texture Pack gemacht haben, haben das einfach durch einen AI-Upscaler durch. Und es sieht, du siehst halt, ein Pokéball ist noch nicht mal rund, sondern eckig. Weil halt die AI nicht weiß, ob das jetzt ein perfekter Kreis ist oder halt Ecken hat, weil die Pixel natürlich eckig sind. Hühner, du bist ein Schildterus. Aber dann gibt's Texture Packs. Texturpakete, die per Hand gemalt werden. Wie zum Beispiel das Texturpaket für Majora's Mask. Und das sieht wunderschön aus. Da sind jahrelang reingegangen Arbeit von einem Typen, der das alles nachgemalt hat. Und das ist wunderschön. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, richtige Retro-Spiele wie SNES, NES, vielleicht sogar noch N64, die sehen auf einem Röhrenfernseher in ihrer Originalauflösung, so wie sie gemacht wurden, wunderschön aus. Weil dafür wurden sie gemacht. Mario hatte damals einen Schnurrbart, weil sie nicht genug Pixel hatten, um einen Mund zu formen. Deswegen haben sie ihm einen Schnurrbart gegeben. Wenn du dann auf einmal das hochskalierst auf 1080p, dann ist es nur noch, dann ist das Design nicht so, wie es gedacht war. Aber das hier ist nicht wirklich Retro, sondern es ist das Gegenteil. Pokémon hat zum ersten Mal wirklich echtes 3D ausprobiert. Mit Kamerafahrten, wo sich Pixel natürlich noch viel krasser bewegen, weil du jedes Mal eine Kamerafahrt hast und die ganze Zeit bewegt sich alles und du siehst jeden Pixel die ganze Zeit sich verändern. Und dann brauchst du einfach 1080p-Auflösung anstatt hier diese 480p. Und das hier kann nicht, das sieht nicht schön aus hier. Das kann nicht schön aussehen. Dritte Gen, sofort. Wunderschöne Pixelgrafik, ne? Braucht man nicht hochskalieren. Auf dem Röhrenfernseher noch besser, auf einem Gameboy-Bildschirm noch besser, wunderschön. Aber das hier? Taylor, du bist ein Krimanzo. Krimanzo? Krimanzo? Schon 10. Haben wir heute bei 32... Haben wir heute bei 32 angefangen? Ich glaube schon. Ab wann zählt bei dir Retro? Das ist so subjektiv. Für mich ist das ein Feeling. Wahrscheinlich würden Kinder, Kinder, die mit der Switch aufgewachsen sind, sehen eine Wii U oder eine PlayStation 3 als Retro. Für mich ist natürlich eine Wii U oder eine PlayStation 3 kein Retro. Wenn es eine Definition gibt von 10 Jahre später, dann ist eine PS3 halt tatsächlich Retro. Aber ich glaube, es gibt keine wirkliche Definition dafür. Retro ist ein Gefühl. Und für mich ist N64 definitiv Retro. Und GameCube eigentlich auch, weil ich verbinde, Retro ist für mich Kindheit, also was ich in meiner Kindheit gespielt habe und das ist GameCube. Deswegen würde ich sagen, GameCube ist definitiv noch Retro, aber danach dann nicht mehr. Aber das ist komplett, wie jeder das selber sieht. Ja, aber wenn du das hochdenkst, dann wird in 30 Jahren die PS5 Retro sein. Und ich glaube, dass irgendwann gibt's das nicht mehr. Ich glaube, also für uns zumindest. Ich glaube, ich werde niemals die PS5 als Retro ansehen können, weil zwischen der PS5 und der PS6 und der PS7 werden kaum Unterschiede bestehen, die für mich das Gefühl wecken, ah ja, die PS5, gute alte Zeiten, nein. Die Unterschiede von Konsolen werden ab jetzt nicht mehr sein, dass die Grafik besser wird, sondern dass es schneller ist, mehr Gimmicks hat und sowas. Aber die Grafik, wir sind, auch wenn es viele, also ich bin da nicht komplett überzeugt, aber die beste Grafik, die wir heutzutage erstellen können, ich glaube, ist schon Max. Also wir werden nicht viel bessere aussehende Spiele haben, weil die Spiele jetzt schon komplett fotorealistisch aussehen. Und mehr als Fotorealismus geht nicht. Das Einzige, was halt mehr geht, ist halt Gimmicks außenrum machen, sodass es sich noch echter anfühlt. Aber deswegen wird sich, glaube ich, eine PS5 nie nach Retro anfühlen. Weil du hast nicht mehr diesen riesigen Unterschied. Toasty, du bist ein Mastifioso. Und ich glaube, Retro braucht diesen extremen Unterschied zwischen heute und gestern. Aber die PS5 wird nie einen großen Unterschied haben zur PS7.
Es wird einfach das gleiche Ding sein, nur ein bisschen schneller und eleganter und was nicht alles, aber... Du kannst jetzt schon PS4 und PS5 Spiele nebeneinander stellen und weißt nicht, auf welcher Konsole es spielt. Außer du schaust genau hin, außer du weißt es und guckst wirklich genau hin. Hallo Olopoto, hallo Lady. Ja, also wenn ein Brutalander kommt, habe ich erstmal die 67% Chance, dass es männlich ist und dann ein Viertel, dass es das richtige Level hat. Also es ist, und wir können das gerne mal ausrechnen, wie hoch die Chance ist, jedes Mal, wenn Kindwurm schreit, dass das Brutalander kommt, was ich will. Aber es ist wahrscheinlich 1 zu 400. Wenn mir das Geschlecht egal ist, ist es 1 zu 400. Und ehrlich gesagt, das Geschlecht ist mir auch egal. Es wäre natürlich schöner, wenn es männlich ist, aber mir geht es um Level 9. 1 zu 400 halt. Olopoto, du bist ein Yanma. Letztes Jahr habe ich OOT 3D mit HD-Mod gespielt, war dann eben auch viel schöner, aber ich finde die meisten 3D-Spiele mit der nativen Auflösung einfach schöner. Weißt du, was du aber wirklich spielen solltest, ist Ocarina of Time nicht in 3D, sondern auf dem PC, wunderschön geremastert, PC-Version. Wenn du die nicht kennst, schau dir an auf YouTube oder Google. Ist ganz nicht, es ist nicht komplett einfach, sich zu installieren, aber es geht. Schau nach PC-Port Ocarina of Time oder Majora's Mask. Majora's Mask, bitte spiel nicht die 3DS-Version. Bitte. Spiel den PC-Port. 4K, 16 zu 9, alles was du willst, Gimmicks, Randomizer, wunderschön. Du musst nicht mal die N64-Version spielen oder irgendeine Kack-Emulator-Version. PC-Port, wunderschön. Aber noch schöner natürlich N64 am Fernseher anschließen und tatsächlich so spielen, wie es gemacht ist. Ach, bitte nicht die 3DS-Version. Mariko, du bist ein Müllsack. Du feierst momentan deine 4-Streamer-Videos, weil du streamen möchtest. Viel Erfolg. Apropos, welchen Emulator benutzt du für Pokémon? Kommt drauf an, welches Pokémon du spielen willst. Immer der Emulator, der sofort als erstes auf Google erscheint. Ich finde die Frage immer, welchen Emulator du benutzt, ziemlich unnötig, weil es gibt natürlich mehr Emulatoren für jede Konsole, aber es gibt eigentlich nur einen Emulator, den jeder benutzt. Also, ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, außer der Emulator, den jeder benutzt. Immer, überall, die ganze Zeit. Hallo Mega Pikachu. Ich finde einfach die Steuerung vom N64 OOT zu schwierig, weil ich nie einen N64 hatte. Ich verstehe nicht, was schwierig ist, weil es einfach nur Knöpfe sind. Also, ich verstehe, wenn du sagst, der N64-Controller ist nicht angenehm in der Hand, aber ich schätze jetzt nicht, dass du einen N64-Controller an einen PC anschließt, weswegen du dann wahrscheinlich einfach irgendeinen Controller nimmst und dann musst du halt die C-Knöpfe auf den Stick mappen. Deswegen ich, weil ich so viele N64-Spiele spiele, den Retro-Gamer habe, den Retro-Fighter habe, der C-Knöpfe hat. Das ist ein N64-Controller, aber in modern. Wunderschön, benutze ich für alle Spiele, die von Nintendo sind. Funktioniert einwandfrei. Ich liebe ihn so sehr. Hallo Marco, hallo Dünnen. Die 3DS-Version hatte einfach mehr Quality-of-Life-Features. Von Ocarina of Time, ja.
Wenn du Ocarina of Time in 3DS spielst, habe ich nicht so viel dagegen, weil da haben sie wirklich, ich finde den Look trotzdem nicht schön. Ich finde, das Spiel sieht viel zu kindisch aus, der Look, den sie dem Spiel dann gegeben haben. Aber gameplay-technisch okay. Du hast quasi so einen Quest-Log, glaube ich. Du weißt, wohin du gehst. Du siehst, wie du die Lieder spielst und so weiter. Für mich ist das alles Firlefanz, weil ich das Spiel immer noch auswendig kenne. Ich brauche diese ganzen Quality-of-Life-Sachen nicht. Deswegen kann ich es halt nicht nachvollziehen, dass man es braucht. Also es ist schwer für mich nachzuvollziehen. Aber da kann ich noch sagen, okay, Ocarina of Time haben sie nicht verkackt, sondern einfach nur geremaked. Und es ist 1:1 und ein paar Quality-of-Life-Sachen, die es tatsächlich einfacher für Neueinsteiger machen. Aber Majora's Mask haben sie objektiv verkackt, die 3DS-Version. Weil sie Quality-of-Life-Sachen reingepackt haben, die niemand braucht, die das Spiel kaputt machen. Das weiß ich. Aber deswegen sage ich ja, spiel den PC-Port. Da hast du all diese Quality-of-Life-Sachen, nur halt immer noch das Originalspiel. Du hast heute das zweite weibliche Goldini gefunden. Aber brauchst du das nicht für Gold King? Jetzt brauchst du noch zwei Männchen. Nehme deinen Ratschlag an. Ich meine, aber ich bin halt auch mit den Spielen aufgewachsen, so wie sie aussehen. Und natürlich ist man dann sofort so, geh weg mit irgendeinem Remake. Original. Aber bei der Majora's Mask, also, das Problem ist, wenn du wahrscheinlich nie das Original gespielt hast und du spielst dann das 3D-Remake, wird dir noch nicht mal auffallen, was sie verkackt haben. Aber es sind so offensichtliche Sachen, die, wo jeder nur den Kopf schüttelt, die du nicht bemerkst, weil du nicht den Vergleich hast. Du akzeptierst es einfach, dass das Kacke ist. Aber du weißt nicht, dass es mal nicht so Kacke war. Sie haben zum Beispiel die Sprünge verkackt. Der Charakter kann nicht mehr so weit springen, was dafür sorgt, dass du an manchen Stellen tatsächlich festhängst, weil du nicht so weit springen kannst. Sie haben verkackt, dass du... Mit dem Zora macht es extrem viel Spaß zu schwimmen. In der 3D-Version kannst du mit dem Zora nicht schwimmen, außer du benutzt Magie. Was totaler Quatsch ist, weil warum solltest du als Zora nicht schwimmen können? Und andere Sachen, solche ähnliche Sachen und die Stimmung und die Grafik ist alles kaputt wegen dem 3D und sowas. So, das ist endlich mal wieder ein Kindturm. Aber selbst wenn man die Grafik nicht schlecht findet und die Stimmung einem egal ist, gibt es halt diese Gameplay-Sachen, die sie geändert haben, wo man einfach sagt, ihr habt das Spiel kaputt gemacht. Weil du kannst nicht mehr mit dem Deku springen und du kannst nicht mehr mit dem Zora schwimmen. Was ist das? Ach, du hast jetzt alle vier. Männlich und weiblich. Goldini, Goldini. Wie ist die Version auf der Switch? Ocarina of Time und Majora's Mask auf der Switch sind 1:1 so wie das Original. Natürlich ist es ein Port, weswegen jetzt, wenn du genau hinguckst, gibt es ein paar Sachen, die halt nicht so gut sind. Aber inzwischen haben sie das... Die haben sogar Patches rausgebracht für Ocarina of Time und Majora's Mask. Weil die am Anfang so schlecht geportet waren auf die Switch. Aber inzwischen würde ich sagen... kannst du das locker spielen. Das Problem da ist halt, dass du keinen Controller dafür hast. Also auf der Switch hast du halt nicht wirklich einen N64-Controller. Du kannst die Buttons nicht ummappen auf der Switch-Version. Das heißt, du musst es einfach akzeptieren, so wie es ist. Und du hast halt auf dem Pro-Controller keine C-Knöpfe. Das kann einem jetzt egal sein und man spielt trotzdem und dann macht man halt so... Dann benutzt man halt den rechten Stick, um die C-Knöpfe zu betätigen, ist aber super nervig. Deswegen, dieser Controller geht auch für Switch. Also ich kann den mit der Switch verbinden und dann kann ich die N64-Spiele von der Switch perfekt mit C-Knöpfen spielen. Aber ja, die Switch-Version von OOT und MM sind 1:1 die Originale. Aber wenn man halt einen PC hat, kann man auch einfach die PC-Version spielen.
Denn die kannst du so hochskalieren, wie du willst. Kannst du in 16:9 spielen. Es ist halt moderner, einfach den PC-Port zu spielen. Du hast den N64-Controller. Ach, den für die Switch, den habe ich auch. Stimmt, ja. Stimmt, mit dem kannst du erst Rechte spielen. Ja, natürlich. Ich finde auch da den bequemer, weil der N64-Controller für die Switch hat diesen schrecklichen, halt schrecklichen Joystick, der so, der fast wehtut, wenn man ihn benutzt. Aber ja, klar, dann hast du einen perfekten Controller. Also nicht den perfekten, ich finde den perfekt. Aber du hast die Knöpfe. Die Switch-Version von Gothic 1 und 2 sind ja auch komplett kaputt und nicht spielbar. Nicht spielbar würde ich übertrieben nennen. Du kannst sie schon spielen. Es gibt halt Bugs. Aber das sind ja auch keine... Okay, du hast nicht Remake gesagt. Okay, das ist ja auch ein Port. Ja, die wurden echt nicht gut geportet. Halbzeit. Danke, Max, für dein Glück. Würdest du, wenn jetzt ein Shiny Kindwurm kommt, das besiegen? Das müssen wir sehen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube... Ja. Olopoto, warst du das? Bist du noch da? Meet the Feebles. Ich habe gestern angefangen, Meet the Feebles anzuschauen. Ich habe aber nach der Hälfte abgebrochen, weil ich ihn nicht... Ich finde ihn ein bisschen zu blöd. Aber wenn man da sich wieder denkt, wow, Peter Jackson, was hast du gemacht, bevor du Herr der Ringe gemacht hast? Unfassbar. Kindwurm, sie rattern nur so rein. Sehr gut. Ich werde ihn auch zu Ende schauen, aber ich war echt so ein bisschen... Ich habe zwischendurch schon gelacht ein bisschen bei so ein paar Stellen, die so wirklich halt abstrus sind, dass das kleine Puppen machen und so. Aber es war mir auch qualitativ so, weißt du, die Synchronisation darüber. Es hat mich so krass an Conker's Bad Fur Day erinnert. Wie die sprechen, wie die drüber synchronisieren, ist wie in Conker's Bad Fur Day. So diese ganzen extremen Dialekte und halt so karikaturistisch gesprochen und dann auch noch mit so einem schlechten Mikrofon die Synchro aufgenommen. Es hat mich so krass an Conker's Bad Fur Day erinnert, wie die da reden. Oh yeah. Pubertät-Humor? Ja, das sowieso. Es ist halt lustig, weil es kleine Puppen sind. Peter Jackson, wie bist du an den Job gekommen? Schon, gell? Hallo, ich bin Peter Jackson. Ich würde gerne die Herr der Ringe-Reihe verfilmen. Hier ist mein bisheriger Filmekatalog. Ja, ne? Wie hat der die Rechte gekriegt? Ich meine, der hat davor nicht... Der hat schon ein paar ernste Filme davor auch gemacht, aber keine, die wirklich bekannt sind. Welche Level kann Brutalander haben? 9, 10, 11, 12... Sollen wir eigentlich das Gothic Remake spielen hier, wenn das rauskommt? Ich habe Gothic als Kind hoch und runter gespielt. Aber nie ernsthaft ohne Cheats. Das war mir immer zu schwer. Also, heute würde ich es wahrscheinlich schaffen ohne Cheats. Aber als Kind war mir das zu schwer. Ich habe immer sofort Cheat-Konsole rausgeholt und mich einfach quasi unsterblich gemacht. Und dann bin ich da. Nicht unsterblich, ich habe mir nur unendlich LP geholt, sodass ich alles immer sofort lernen konnte. Und dadurch hast du halt so viel gekonnt und hast alles fertig gemacht. Oh mein Gott, ich konnte den Deckel abmachen von dieser Cola-Flasche.
Wozu brauchst du das Level 9 Brutalander? Ich meine, hast du einen Level 9 Brutalander? Benny? Kannst du damit angeben, einen Level 9 Brutalander zu haben? Ich glaube nicht. Wofür brauchen wir das? Aus dem gleichen Grund, warum wir alle Pokémon fangen. Um damit anzugeben. Ich glaube, ich bin bei 55. Max, du bist ein Octillery. Aber warum ist das Level 9 besser als Level 11? Einfach nur wegen Level 9? Naja, weil das Besondere an dem Brutalander ist, dass das ja ein Low Level ist. Ne? Wie zum Teufel kann ein Level 9 Brutalander existieren, wenn sich Brutalander irgendwie erst auf Level 50 entwickelt? Genau wie mit dem Level 1 Gyarados, was ich gefangen habe. Warum ist Level 1 besser als Level 3? Weil es einfach noch krasser ist, dass es Level 1 existiert. Es ist halt die Sparte Low Level Pokémon. Es gibt eine komplette Liste an Pokémon, die du fangen kannst, die unterlevelt sind. Was habe ich getan? Schau, ich darf mit euch nicht reden. Ich muss mich so konzentrieren. Halt. Ah, fuck. Ah. Kann ich einen Hard Save machen? Irgendwie im Kampf. Wo war mein Speicherpunkt? Ich glaube hier. Ah. Hallo Sophie. Dass es dir anfangs so oft passiert. Weil ich denke halt, okay, angreifen, wenn da nichts ist, dann Zitterorb, wenn da was ist, angreifen, aber die richtige Seite angreifen. Pokédex, halt die Klappe. Ich mag lieber tauschen. Lass mich in Ruhe. Ich habe gestern auch Ultra Sonne angefangen und oh mein Gott, ist das Intro lang. Ich habe es total wieder vergessen gehabt. Das Intro ist so lang. Es geht ja eigentlich erst richtig los, wenn man Tauros hat. Und es dauert so lang, die Dialoge wegzuklicken. Es sind so viele. Das 1% Kindwurm finde ich schnell wieder. So wie gestern, wo ich eine Stunde lang keins gefunden habe. Ja, Level 1 Dialga, Palkia und Giratina sind halt das beste Beispiel für Low-Level-Pokémon. Das ist halt so cool. Und Gyarados. Level 1 Gyarados finde ich immer noch ja super faszinierend. Weil durch das Trainieren man andere Attacken bessere Stats bekommen kann? Nein. Okay, ich glaube, du wirst es einfach nicht verstehen. Das ist einfach dann nicht dein Ding. Wenn du das nicht besonders findest. Es geht nie um Kämpfen bei sowas. Es geht nie um Kämpfen. Es geht nicht um irgendwelche. Es geht immer beim Pokémon-Fang darum, etwas zu fangen, das einzigartig ist. Und normalerweise fängst du ein Leggy auf Level 40, 50, 60, 70, 80, fängst du ein Leggy. Und der Fakt, dass Leggys existieren, die Level 1 haben, das ist es schon. Das ist schon das Krasse. Und wenn du das nicht krass findest, dann ist es nichts für dich, ganz einfach. Aber das ist schon, allein zu sagen, hallo, ich habe ein Level 1 Giratina, sollte schon so, für jeden, der das interessant findet, der ist dann schon so, oh mein Gott. Also man kann das gar nicht erklären, das ist es schon. Das ist ein Level 1 Giratina. Wow. Punkt. Fertig. Ende aus. Das ist das Krasse. Level 9 Brutalander. Was? Wie? Woher hast du ein Level 9 Brutalander? Wie geht das? Tja. Ach, auf Sachebene verstehe ich das. Emotional nicht so ganz, aber ich war immer mehr als Kämpfer als der Sammler. Eben ja, wenn du da mit einer Kämpfereinstellung rangehst, bist du halt so, warum brauche ich einen Brutalander auf Level 9, wenn ich das sowieso auf Level 100 hochlevel? Aber nee, tust du ja nicht.
Dieses Brutalander wird danach nie wieder angefasst. Das ist ein Level 9 Brutalander. Dass du nur so bekommst, wie ich das gerade hier mache, unglaublich selten, unglaublich schwierig. Genau, deswegen, Kenny Benny, du sammelst wahrscheinlich auch keine Shinies, weil es ist ja der den gleichen Hintergrund. Du fängst es, um es zu haben, nicht um damit irgendwas zu machen. Welches nicht aus Pokémon Go kommt, das ist hoffentlich verständlich, das ist hoffentlich klar. Apropos, ich habe heute versucht, ich wünschte, die Deckel wären alle an deren Flaschen dran. Das sollten sie mal machen. Übrigens, ich habe heute in Pokémon Go ein Legios Dynaraid probiert. Ich dachte, Tanhell ist schwer. Ich habe mit meinem komplett durchtrainierten Glurak Legios probiert. Und ich habe den nicht mal auf die Hälfte gebracht und mein Glurak ist draufgegangen. Ich glaube, dafür brauchst du 3 Gluraks. Wie habt ihr irgendwie Legios Dynaraid gemacht? Wie? Mit 3 Gluraks? Ich meine, es ist ja sogar Feuer, oder? Also Legios ist ja Stahl, nur Stahl. Also sollte doch Glurak perfekt dafür sein. Metagross mit Psycho. Wegen Kampf. Ist es Stahlkampf? Du hast Metagross mit Psyche genommen. Okay, also ich könnte meinen Dünner-Tanhell entwickeln zu Metagross und damit... Ach, das ist nur Kampf, deswegen... Hä? Legios sollte Stahl sein. Heißnox. Naloeski. Hä? Legios sollte Stahl sein. Was ist denn das? Das ist ein Panzer. Deswegen haben sie zuerst Tanhell veröffentlicht, damit man dann Legios schafft. Aber dann muss das Metagross auch einen Psychoangriff haben. JP, du bist was ganz Besonderes. Darfst du raten? Willst du raten, JP? Du bist ein ganz besonderes Spirit heute. Kämpfende Legionen? Ja, die eine Stahlrüstung tragen. Ich stelle mir die Entwicklung auf Level 9 irgendwie schmerzhaft vor. Du meinst, weil das Kindwurm noch gar nicht wirklich herangewachsen ist und dann auf einmal... Das ist so wie wir als Jungs damals in der Pubertät so einen krassen Kräfteschub gemacht, Wachstumsschub gemacht haben, dass uns alle Knochen für ein Jahr wehtaten. Ich bin mal in einem Sommer 20 cm gewachsen. Das war so schmerzhaft. Ja, dieses Kindwurm muss sterben bei der Entwicklung. Komplett unvorbereitet auf Level 9. Es wird auch... Raschel wird auch übersprungen, habe ich gehört. Könnte man Dünner Glurak theoretisch eine Flugattacke geben? Ich weiß nicht, ob Glurak eine Flugattacke lernen kann. Flugsofortattacke. Sinister, du bist ein Kamaub. Nein, du bist nicht Legios, JP. Du bist ein... Missing No. Was passiert eigentlich, wenn Pokémon Home abgeschafft wird? Dann wäre ja alle Arbeit umsonst. Und warum sollte Pokémon Home abgeschafft werden? Das kannst du immer sagen auf der Welt. Was ist, wenn morgen die Welt untergeht? Dann war alles umsonst? Ja. Was ist, wenn Pokémon Insolvenz anmeldet? Dann haben wir ein Problem. Was ist, wenn Microsoft Nintendo kauft? Dann haben wir ein Problem. Das sind alles Ifs, die wahrscheinlich nicht eintreten werden. Wenn Microsoft Nintendo kauft, wird alles besser? Ja, das hat man aus der Vergangenheit gut gesehen. Ich wünsche es mir so sehr. Moment, denkst du das ernsthaft, Verox? Dann hast du all die Male nicht mitgekriegt, wo Microsoft etwas gekauft hat und einfach in den Boden gestampft hat.
Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man das nicht verfolgt, aber Microsoft kauft so oft Spielebutzen und löst sie auf. Zum Beispiel Hi-Fi Rush. Ich glaube, das war Hi-Fi Rush. Microsoft hat eine Spielbutze gekauft, die haben dann Hi-Fi Rush gemacht, was ein sehr erfolgreiches Spiel war. Und alle dachten sich, nice, war erfolgreich, Hi-Fi Rush 2. Jetzt hat Microsoft das komplette Spielstudio aufgelöst und alle entlassen, fertig. Das machen die ständig. Einfach weil sie es können, weil sie Bock haben, Sachen zu zerstören, keine Ahnung. Nein, ich sag dir, wenn Microsoft... Microsoft hat übrigens schon mal was von Nintendo gekauft. Rare. Sehr erfolgreich, keiner kennt es. Ja, weil du nur Harry Potter Spiele kennst. Hi-Fi Rush war ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches, bekanntes Indie-Game von letztem Jahr. Und wenn ich dir es zeige, wirst du es auch erkennen. Microsoft hat Rare gekauft. Und was hat Microsoft mit all den Rare-IPs gemacht, die sie von Nintendo gekauft haben? Donkey Kong, Conker, Star Fox, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing. Was ist von Rare? Alle N64-Spiele. Donkey Kong, alles, was ich gerade gesagt habe. Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Star Fox, alle. Sag ein N64-Spiel und es ist wahrscheinlich GoldenEye. GoldenEye ist von Rare gewesen. Aber Donkey Kong kam doch für Nintendo? Ja, aber nur Donkey Kong Country. Nintendo hat nur die Donkey Kong Country-Reihe als Lizenz. Nintendo darf keine anderen Donkey Kong-Spiele machen, außer Donkey Kong Country. Oder was komplett Neues. Und wenn... Als diese ganzen Charaktere für Super Smash Bros. Rausgekommen sind, also Banjo-Kazooie ist ja in Smash und sowas, dafür musste Nintendo Microsoft bezahlen. Nintendo muss Microsoft bezahlen, wenn sie Banjo-Kazooie in einem auf der Switch haben wollen. Traurig. Und was hat Microsoft mit der Rare IP gemacht oder mit dem Rare Studio? Sea of Thieves. Also wenn Microsoft Nintendo kauft, was niemals passieren wird, aber wenn sie das machen würden, bisher würde das bedeuten, dass Microsoft Nintendo in den Ruin treibt, so wie sie es mit den meisten Spiele reingemacht haben. Microsoft hat Bethesda gekauft. Haben wir irgendwas Cooles von Bethesda seitdem bekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Star City, Starlight City, Star Ocean. Nein, wie heißt es? Star Citizen? Starfield. Yay. Microsoft sind im Meme inzwischen in der Spielewelt. Microsoft kriegt es nicht gebacken, irgendwas in der Spielindustrie gut zu machen. Bethesda war die Jahre auch davor schon eher mehr. Aber trotzdem haben sie Skyrim gemacht. Was die ganze Welt liebt. Bungie haben sie auch verkackt. Genau, Bungie war doch Bungie, Halo und dann hat Microsoft Bungie gekauft. Und dann, was war dann mit Bungie? Und weil dann hat Bungie das Halo für PlayStation gemacht. Dings, wie heißt's? Hä? Wer ist es? Hallo Jairu. Destiny. Genau, Destiny. Aber dann war da irgendwas. Irgendwas war, weswegen... Ist nicht Destiny 2 nicht von Bungie? Oder andersrum? Und dann... Ich weiß es nicht mehr. Mauri, du bist ein Carpador.
Aber irgendwas war da, irgendein Drama war da mit Bungie und Microsoft und Destiny. Irgendwas war da. Weil war nicht Destiny PlayStation Exclusive? Dann hat es Microsoft gekauft und dann war auf einmal Destiny nicht mehr Microsoft, nicht mehr PlayStation Exclusive? Ach, keine Ahnung, egal. Bungie hat sich dann freigekauft, ist zu Blizzard und dann sind sie von Blizzard weg. Okay, sowas. Egal, auf jeden Fall, Microsoft würde ich nicht als... Microsoft hat nichts Gutes gemacht in den letzten, im letzten Jahrzehnt, was Spiele anbelangt. Allgemein, dass die letzten 5 bis 8 Jahre nicht so viele gute AAA-Spiele kamen. Das war zwischen 2000 und 2010 noch ganz anders. Weiß ich nicht. Es gab schon ein paar richtig krasse AAA-Spiele. Also von den ganzen Souls-Spielen über den ganzen Rockstar-Spielen über die ganzen Naughty Dogs-Spiele. Also, come on. Ne, ich bin der festen Überzeugung, wenn Nintendo aufgekauft wird, was nicht passiert, würde egal wer das übernimmt, würde es verkacken. Nintendo ist nur so einzigartig und besonders wegen den Traditionen, die Nintendo hat. Es wäre schön, wenn Nintendo ein bisschen mehr Geld investieren würde in Technik, ja. Aber wenn jemand anders das übernimmt, die würden da die breite Masse wieder draus machen, um richtig viel Kohle zu scheffeln, obwohl sie sowieso schon Kohle damit scheffeln würden, so wie Nintendo. Nintendo darf Nintendo nicht aufgeben. Dark Souls ist aber 2011 bis 2016, das ist schon 8 Jahre her. Und hast du schon mal was von Elden Ring gehört? Nintendo ist hier nur groß wegen Innovation. Ich würde nicht sagen, dass Nintendo groß ist wegen Innovation. Ich meine, die Switch war eine Innovation wegen Handhelds, Switch und so. Aber das war das, glaube ich, das erste. Okay, die Wii haben sie, ja. Aber Nintendo ist groß wegen Einzigartigkeit. Die schaffen es immer wieder, Spiele rauszubringen, die sich komplett einzigartig anfühlen und sich von der breiten Masse abheben. Welche Innovation? Verox, nicht alles ist Technik. Innovation heißt nicht nur Technik. Innovation ist auch Ideen. Ideen heißt nicht gleich Technik. Du kannst nicht sagen, dass Nintendo keine Innovation hat, wenn sie buchstäblich den Handheld-Markt erfunden haben. Nicht nur haben sie den Handheld-Markt erfunden mit dem Game Boy, sie haben auch noch den Handheld-Hybrid-Markt erfunden mit der Switch. Warum existiert das Steam Deck? Warum existieren all die anderen Decks, die man jetzt Handheld spielen kann? Weil die Switch existiert. Nintendo hat immer innoviert, neue Sachen erfunden. Nicht krasse Technik. Aber da wissen wir, dass du anderer Meinung bist von mir schon immer. Du willst auch perfekte Grafik haben. Ich brauche keine perfekte Grafik. Ich brauche keine 60 Frames. Wenn Spiele 30 Frames haben, bin ich zufrieden. Ich brauche keine 60 Frames. Die sollen nur stabil sein. Und weißt du, was wichtiger ist? Einzigartigkeit und Gameplay und Spaß haben am Spiel. Mir bringt kein tolles Hogwarts auf der geilsten Grafik, wenn es das langweiligste Gameplay der Geschichte ist, wo du ständig die gleichen Sachen machst. Und da ist Nintendo großartig darin, Spiele zu machen, die einfach Spaß machen. Scheiß auf Technik, Mann. Und Nintendo wird auch für immer auf Technik scheißen, weil sie dieser Meinung auch sind. Die sind der Meinung, scheiß auf Technik. Scheiß auf 140 Hertz. Scheiß auf Spiele, die 300 GB groß sind. Wir machen Breath of the Wild, was einfach 12 GB groß ist. Scheiß auf irgendwelche 4K-Sachen, die du nur auf dem PC spielen kannst und deine Grafikkarte komplett heiß läuft. Wir machen schöne,
30 Frames Spiele mit einer wunderschönen artifiziellen Grafik, die den Leuten einfach Spaß machen. Und wenn wir ein Spiel rausbringen, dann verkauft sich das instant 20 Millionen Mal auf der Welt. Kindwurm! Wenn Nintendo ein Spiel rausbringt, dann verkauft sich das 20 Millionen Mal auf der Welt einfach basic. Von Anfang an logisch. Nintendo muss sich nur Sorgen machen, wenn ein Spiel sich nicht 10 Millionen Mal verkauft. Wo PlayStation und Xbox und Microsoft nur von träumen können. Und woran liegt das? Nicht an der Grafik, nicht an der Technik, sondern weil die Spiele einfach einzigartig und gut sind. Wäre es schön, wenn sie schöne Technik hätten und schöne Grafik? Ja. Ist es ein Muss? Nein. Warte, jetzt muss ich wieder aufpassen. Wir spielen Pokémon und machen seit 30 Jahren dasselbe. Ja. Wer hat's erfunden? Pokémon. Nein! Okay. Wir müssen hoffen. Wir müssen hoffen. Der seltene Fall ist eingekehrt, wo Kindwurm mich angreift. Mit der einen Attacke, die mich berührt. Und mein Sporn wird auch noch triggert. Und mein Sporn wird auch noch Gift-triggert. Jetzt müssen wir so lange Zitterob machen und hoffen, dass er, bevor er stirbt, ein neues ruft. Rufer, sie macht Zitterhop, ruf! Achso, das geht ja nicht. Oh, wir haben gelernt, das geht nicht. Wenn ein Pokémon einen Status-Effekt hat, kann es keine anderen Pokémon rufen. Warum kann ich auf den keinen Paraheiler drauf, keinen Hyperheiler draufschmeißen? Oh, ist das scheiße. Okay, ab jetzt Knuddelluft behalten und so lange Zitterob schmeißen, bis es was ruft. Egal, ob das Level voll ist oder nicht, das Leben. Ja, ich warte trotzdem. Vielleicht passiert ja ein Wunder. Anscheinend nicht. Kann ich irgendwie dieses Kindwurm heilen? Ich kann einen Ball draufschmeißen. Kann ich irgendwie dieses Kindwurm heilen? Geht es echt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Ich habe nicht mal einen Hyperheiler. Warum nicht? Doch hier. Gegengift. Warum nicht? Lass mich doch meinen Gegner heilen. Ah, shit. Das ist so unwahrscheinlich, dass es passiert. Das sind einfach drei Ebenen, die passieren müssen. Und dann auch noch eine geringe Wahrscheinlichkeit in diesen Ebenen. Ah, ist das nervig. Ja, Heilwoge, ich weiß, aber ich habe keine Heilwoge. Und Heilwoge würde es ja auch nicht von Gift befreien. Naja, müssen wir weitersuchen. Also wir behalten Knuddelluft, bis es ein zweites holt und dann wechseln wir auf Parasect. Gibt's hier Pflaster, mit denen man die Fähigkeit ändern kann? Oder sind Pflaster in Gen 7 noch nicht eingeführt worden? Hallo Hannes. Hat mein Knuddelhoff irgendwas... Pflaster erst ab Gen 8? Ich glaube auch. Auf jeden Fall sind die Gerüchte für die Switch 2 inzwischen so eindeutig, dass wir tatsächlich das bekommen, was wir eigentlich alle wollten. Das Gleiche, nur ein bisschen besser. Bisschen größer, bisschen stärker. Aber die Leute werden immer noch sofort sagen, wie, das ist ein Chip, den es schon seit 10 Jahren gibt? Jo. Warum? Weil es Nintendo egal ist. Weil klein muss klein sein und da reinpassen. Akku ist wichtiger. Ich glaube tatsächlich, dass Nintendo der Akku wichtiger ist als der Prozessor. Hallo Anne.
Nee, der Chip, der anscheinend in der Switch drin ist, ist nicht ansatzweise modern. Aber besser als der jetzige natürlich. Auch nicht ansatzweise heutiger Standard. Und die Switch sieht genauso aus. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie so gar nicht neu aussieht. Wenn das alles stimmt, aber anscheinend stimmt das alles. Auch das verstehe ich nicht, Virox, was du sagen willst. Das Ding ist halt, dass die Konsolen so teuer werden, dass man irgendwann nicht mehr alle haben wird. Deswegen sollten sie leistungstechnisch gleich auf sein. Dass man irgendwann nicht mehr alle haben wird? Wer hat mehrere Konsolen? Jeder Mensch auf der Welt sucht sich eine Konsole aus. Also ich bin Streamer. Natürlich habe ich alle Konsolen, die existieren. Aber die wenigsten Leute haben alle Konsolen. Die meisten Leute suchen sich das aus. Die Leute, die ein Home-Entertainment-System haben, die holen sich eine PlayStation oder eine Xbox, weil sie darauf Netflix und was nicht alles gucken. Die Leute, die eigentlich einfach nur gechillt gamen wollen, die holen sich eine Switch. Vor allem, wenn sie einen langen Arbeitsweg haben oder sowas. Wenn ich alles spielen will, brauche ich alles. Aber die wenigsten Leute sind so... Du vergisst, dass die meisten Menschen auf der Welt Normies sind, die von ihrer Arbeit nach Hause kommen und eine Stunde mal eben kurz am Fernseher oder auf der Switch was spielen, bevor sie ins Bett gehen. Gaming ist zwar riesig, aber die meisten Leute sind keine krassen Gamer wie alle Leute hier auf Twitch. Du bist hier in einer Nische auf Twitch, wo du mit Gleichgesinnten zusammen bist, die alle so sind wie wir. Aber die Welt ist was anderes. In der großen, weiten Welt da draußen haben die Leute, wenn überhaupt, eine Konsole. Ich habe Switch und PlayStation. Ja. Ich auch. Scheiß auf Xbox. Also die alten Switch-Spiele werden auf der neuen Switch funktionieren. Ob die alle ein Upgrade kriegen, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass Karmesin und Purpur ein Switch-Upgrade kriegen. Das Spiel wird einfach auf der neuen Switch besser laufen. Aber wäre schön, wenn sie ein 10€ Upgrade oder gratis Upgrade machen, klar. Ich kenne keinen, der nur eine Konsole hat. Ja, weil du diesen Pegantenkreis hast. Hast du schon mal Mario und Luigi gespielt? Nein, Pokémon, hallo. Besonders scheißen doch die Leute, die PlayStation kaufen, auf die paar Spiele, die auf der Xbox oder so rauskommen. Ja, also wer eine PlayStation und eine Xbox hat, der ist wirklich hardcore. Also entweder oder, weil bei Switch bist du noch einzigartig, aber bei PlayStation und Xbox, da suchst du dir echt eine aus. Und in Europa ist es halt PlayStation und in Amerika ist es halt Xbox. Kulturelle Unterschiede. Lohnt es sich für die neueren Pokémon-Spiele ein 3DS oder Switch zu kaufen? Ich habe bei Schwarz 2 aufgehört. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wenn du Lust hast, die Spiele zu spielen, dann lohnt sich das. Wenn du keine Lust hast, die Spiele zu spielen, dann lohnt sich das nicht. Hast du Lust, neue Pokémon-Spiele zu spielen? Oder es ändert sich. Früher hatte ich viele Konsolen und einen Steam-Account mit vielen Spielen. Vieles habe ich verkauft und schaue nur noch zu, als dass ich selbst zocke. Das, glaube ich, ist... Ja. Das ist ja ein Riesending in der WoW-Community. Leute, die früher sau viel WoW gespielt haben, als Teenager, haben jetzt keine Zeit mehr, so krass WoW zu spielen. Weswegen diese ganzen WoW-Veteranen auf Twitch den Leuten beim WoW-Gucken, beim WoW-Spielen zugucken. Weil sie selber nicht die Zeit und das Geld haben, um einfach in WoW reinzusweaten. Und ich glaube, das ist allgemein ein Ding, dass Leute
umso älter sie werden, nicht mehr die Zeit haben, nicht mehr die Lust haben, einfach nicht mehr können, nicht mehr wollen, selber zu spielen und einfach dann sich Sachen anschauen. Aber auf der gleichen Seite sind die Sachen ja auch riesig unter den jungen Leuten, dass die auch nicht mehr selber, sondern nur noch zugucken. Aber, weiß nicht. Ist auch wieder in der Sucht. Was, mit WoW? Habe Laptop und Switch. Die Switch lag über ein Jahr original verpackt rum, bevor ich angefangen habe, sie zu nutzen. Und jetzt liebst du sie, gib's zu. Aus meiner Sicht wurden die Pokémon-Spiele schlechter, deswegen frage ich. Das kommt drauf an, was du... weiß nicht. Also manchmal, wenn man alte Pokémon-Spiele spielt, ärgert man sich zu Tode, weil du gewisse Sachen nicht machen kannst, die heutzutage Normalität sind. Was Grafik anbelangt, würde ich auf jeden Fall sagen, die alten Spiele sind so viel schöner. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, jedes Pokémon-Spiel hat eine Berechtigung zu existieren und ist ein gutes Spiel. Und je nachdem, was du von einem Pokémon-Spiel verlangst, kannst du da sau viel Spaß drin haben. Wenn du jetzt einfach nur ein Pokémon-Spiel spielen willst wegen der Story, dann werden sie immer schlechter. Wenn du aber Shiny huntest, kämpfen willst und so weiter, dann werden dir die neuen Spiele viel Spaß machen, weil du da sackend viel machen kannst. Und nicht zu vergessen, wir müssen auch die Zeit aufbringen, Anime zu schauen. Das Leben ist echt manchmal hart. Ja. Welches Pokémon-Game nach Schwarz 2 ist deiner Meinung nach am besten? Also du könntest... Du könntest Legends Arceus spielen, aber dann kriegst du den größten Unterschied zu dem, was du kennst. Ich und viele anderen denken das auch, dass Legends Arceus ist das beste Pokémon-Spiel auf der Switch. Wenn nicht sogar das beste Pokémon-Spiel. Es ist komplett anders, es ist komplett neu. Es sieht nicht besonders schön aus. Aber wie du spielst, was du da machst, die Story und sowas, ist anders, nicht zu vergleichen mit jedem anderen Pokémon-Spiel. Deswegen, wenn du wirklich ein neues, modernes Pokémon-Erlebnis haben willst, dann spielst du Legends Arceus. Wenn du den Open-World-Faktor haben willst vom neuesten Spiel, dann spielst du das neueste, Karmesin und Purpur. Aber da wirst du wahrscheinlich erstmal einen Schock kriegen, wie schrecklich sich das Spiel steuert und wie schrecklich die... ich steuere da, wie schrecklich die Leistung ist vom Spiel. BDSP würde ich weglassen, wenn du sowieso die Gen 4 gespielt hast. Let's go Pikachu, kriegst du wahrscheinlich die Krise. Und Schwert und Schild ist, glaube ich, zu unbedeutend, als dass es was Cooles für dich wäre, wenn du sagst, du möchtest quasi, du möchtest es neu erleben. Ich würde Legends Arceus spielen. Wenn ich den Lüfter getauscht habe, werde ich sie wieder lieben. Ich habe ja damals, also meine ältere Switch ist ja auch, ne, wenn du die spielst, dann ist das ein Helikopter. Und dann habe ich mir die Pokémon OLED Switch geholt und dachte mir so, endlich,
endlich einen leisen Lüfter. Genauso. Das kommt auf das Spiel drauf an. Es gibt Spiele, wo die Switch einfach total abgeht. Und dann gibt es Spiele, wo die Switch chillt ohne Ende. Aber meistens ist es eh so, dass wenn du die Switch anmachst, die ersten 3 Minuten geht der Lüfter sowas von ab. Und dann ist es eigentlich vollkommen okay. Aber ich habe damals auch den Lüfter, ich habe nicht den Lüfter ausgetauscht von der Switch, aber ich habe neue Leitpaste aufgebracht, ich habe den Fan gereinigt, hat nichts geändert. Hat nichts geändert, weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass auf diesen kleinen Raum und manche Spiele brauchen einfach so viel Leistung, dass der Chip so warm wird, dass sie einfach komplett durchlüftet alles. Was ist das Problem mit Pokémon Let's Go Pikachu? Du hast das zuerst überlegt, weil es immer ein Remake vom ersten ist. Let's Go Pikachu und Evoli sind Remakes, aber es zählt nicht wirklich als Remake, weil sie die Spiele wurden nur aus Marketingzwecke gemacht. Let's Go Pikachu Evoli existiert nur wegen Pokémon Go. Die wollten damit halt die Switch-Spieler sollten damit Pokémon Go spielen und Pokémon Go-Spieler sollten Let's Go spielen. Deswegen, wenn dir Pokémon Go gefällt, dann gefällt dir auch Let's Go, weil du in Let's Go Pokémon fangen musst wie in Pokémon Go. Also so. Du kämpfst nicht gegen Pokémon, du kannst sie nur fangen. Also wenn du ein Pokémon in der Wildnis fangen willst, dann begegnest du dem und dann musst du wie bei Pokémon Go so mit Touchscreen und so das Pokémon fangen. Schrecklich. Und das bei jedem wilden Begegnung. Bei jeder wilden Begegnung musst du diese scheiß Catch-Sache machen. Ich trainiere nur gegen Trainer meine Pokémon. Ja, beziehungsweise wenn du ein Pokémon fängst, kriegst du dafür auch Erfahrung. Aber optisch ist Let's Go cool. Sieht sehr schön aus. Und ja, es ist 1:1 so, wie du Gen 1 gespielt hast. Von der Story her, was du machst. So ziemlich 1:1. Aber das Fangen sorgt dafür, dass ich das Spiel sowas von scheiße finde. Wenn das Fangen nicht wäre, wäre es ein großartiges Remake. Aber die haben das halt echt gemacht, um Pokémon Go zu verkaufen. Oder andersrum wahrscheinlich eher. Bei welchem Game geht der Lüfter total ab? Hab nur Bioshock, wo sowas passiert? Kann es sein, dass du Gen 1 hast? Wie Gen 1 hast? Hast mit 2S? Ich liebe Gen 1. Gen 1 ist das erste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe. Aber Let's Go ist ein scheiß Spiel. Wegen der Fangmechanik. Ich will keinen Pokéball in echt schmeißen. Ich will auf den Knopf drücken und sagen, Pokéball los. Beast, du bist ein Karippas. Die Gen 1 Switch besitzt? Nee, ich habe nicht die allererste Switch. Weil ich kann meine Switch nicht modden. Aber es ist wahrscheinlich die zweite Edition der Switch. Ich weiß nicht mehr, bei welchen Spielen meine Switch besonders abgegangen ist. Von der Grafik her ist Let's Go das Schönste auf der Switch. Ja, für mich ist es ein bisschen zu kindisch, aber also ich vom Style her mag ich Legends Arceus am liebsten, aber es ist halt, die Texturen in Legends Arceus sind halt einfach nicht gut gemacht. Aber der Style von Legends Arceus ist der geilste. Dieser feudale japanische Style. Und die Pokémon, wie die grafisch aussehen und sowas. Aber halt die Bäume und alles außenrum ist halt so hässlich. Die Texturen sind so hässlich gemacht. Aber Let's Go ist halt von der Auflösung her und wie es gemacht ist, der Stil und sowas, sehr gut. Aber ich mag, es sieht mir zu kindisch aus.
Let's go Scheiße finden und Arceus abfeiern? Hä? Ja und? Hat Arceus denn eine gute Story? Eine sehr gute Story. Legends Arceus ist die Story, dass du wirst von Gott zurück in die Zeit, von Arceus zurück in die Zeit geschickt, um den Pokédex zu erfinden. Du bist die erste Person in der Pokémon-Welt, die den Pokédex erfindet und deine Aufgabe ist es, die Pokémon zu archivieren und den ersten Pokédex zu erstellen. Und dabei... Also Legends Arceus ist sehr auf Fangen ausgelegt und nicht so sehr auf Kämpfen. Ich glaube, in der kompletten Legends Arceus Story kämpfst du gegen 10 NPCs. Aber wenn du kämpfst, ist es sehr schwierig. Vor allem der letzte Kampf ist in die Geschichte eingegangen als einer der härtesten Kämpfe in ganz Pokémon. Und er ist so geil, der letzte Kampf. Aber da musst du erstmal hinkommen. Leider hat Legends Arceus auch das längste Intro, also du musst eine halbe Stunde spielen, bevor du frei dich bewegen kannst. Aber das ist heute schon fast Normalität. Das ist kein Dr. Pepper, das ist Cherry Coke. Legends Arceus Gen 8 Origin Dex. Was ist damit, ja? 6 Pokémon muss ich fangen oder so? Wie viele sind das? Du bist mehr der Looten- und Leveln-Typ? Ey, dann ist Legends Arceus perfekt für dich. Du lootest und levelst. Wie lange dauert es ungefähr, jeden PLA-Dex-Eintrag auf 10 zu bringen? Zwischen 5 und 100 Stunden. Weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, wie... gut du das von Anfang an geplant hast. Wenn du von Anfang an planst, dann geht das ziemlich schnell. Wenn du das Spiel durch hast und dann bist du so, okay, jetzt sollte ich alle auf Level 10 bringen, dann kann es sehr umständlich sein, weil du manche Pokémon vielleicht gar nicht mehr hast. Und dann musst du die erstmal wieder besorgen und dann die aufleveln und dann da, das ist dann aufwendiger. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wann ich Level 10 hatte. Ich glaube, insgesamt Spielzeit 40 Stunden hatte ich locker Level 10, oder? Mooney! Du bist ein Somnivora. Du musst in Legends Arceus Hisui-Form fangen? Ja. Jedes neue Pokémon? Ja. Urdialgan, Urpalkia? Nein. Urdialga und Urpalkia haben keine eigene Form. Ich meine, ich werde sie fangen, weil ich sie eh fange. Aber die Form ist... Urdialga und Urpalkia existieren nicht in Pokémon Home. Aber was ich machen werde, ist, jedes Pokémon, das ich in Legends Arceus fange, muss Alpha sein. Was aber nicht schwer wird, weil die sind sowieso Alpha, die meisten, die ich fangen muss. Ja, in Legends Arceus hat so viel richtig gemacht, was sie locker einführen könnten als Normalität. Wie zum Beispiel, dass Pokémon dem Trainer wehtun können. Wie geil ist das? Ich meine, es war auch echt nervig. Wenn du so einfach durch die Welt reitest in Pokémon, in Legends Arceus und auf einmal ist dann Alpha, es brüllt und du fliegst einfach davon, weil es dich angebrüllt hat. Es kann manchmal nervig sein, aber es ist geil. Warum sollten Menschen verschont sein von den Angriffen von Pokémon? Es ist einfach so cool, dass der Trainer an sich Schaden nehmen kann. Alles, was sie da gemacht haben, auch dass dann all deine Pokémon K.O. gehen in Legends Arceus, gehst du nicht K.O. Warum solltest du K.O. gehen, wenn deine Pokémon K.O. gehen?
Du hast halt keine Pokémon mehr. Und wenn du dann angegriffen wirst, dann wirst du angegriffen, weil du dich nicht mehr beschützen kannst mit Pokémon. Das ist so viel logischer und besser. Deswegen Legends Arceus vom Konzept her, vom Style her, ist das Beste von allen, weil es einfach so viel realistischer ist. Forest 7, du bist ein Lamus. Wird immer noch das Brutalander gesucht? Ja. Ich hatte Kindwurm, dann habe ich 20 Kindwurm gesehen und habe aus Versehen gekillt. Und dann habe ich wieder einen Kindwurm gefunden und es wurde dann vergiftet aus Versehen. Und dann war ich wieder weg. Also das ist hier Scheiße. Der Kampf gegen Arceus in Legends Arceus war geil. Ja, Legends Arceus musst du manchmal tatsächlich gut spielen und nicht so wie in den meisten Spielen einfach, weil du tatsächlich einen Charakter hast, der getroffen werden kann. Du musst tatsächlich vor Pokémon davonlaufen und aufpassen, nicht getroffen zu werden. Und du selber als Trainer bist in dem Kampf mit verwickelt. Und du stehst nicht aber nur nebendran, während dein Pokémon Erdbeben macht und upsi, macht mir nichts, obwohl die ganze Erde bebt. Das Schlimmste in Legends Arceus waren die Gen 5 Genies. Warum? Leute, ihr seid ja alles keine Gamer. Die Genies fliegen rum und du läufst denen hinterher und fängst sie. War doch voll geil. Lady, du bist ein Muramura. Dir hat das klassische Gameplay gefehlt, du konntest nicht so viel fangen in Legends Arceus. Ja, und das habe ich geliebt. Ja, du konntest nicht so viel kämpfen, ja. Großartig. Ja, du konntest kämpfen die ganze Zeit, wenn du willst, aber die Story hatte kaum Kämpfe. Wenn ich ausweichen will und Paraderollen, dann spiele ich Dark Souls. Du kannst nicht Legends Arceus ein Dark Souls Spiel spielen, wenn du bei 3 Kämpfen oder sowas mal ein bisschen ausweichen musst. Du tust so, als ob der Arceus-Kampf schwer war. Der hat einen gewissen Schemen angegriffen und bist ausgewichen. Kein Dark Souls-Boss ist so leicht wie Arceus. Ein bisschen ausweichen hier, ein bisschen ausweichen da. Dodge, dodge dich. Minstern, hallo. Eski, du bist ein Roserade. Und wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du ja sogar den Balken übernehmen. Genau, war das nicht so, dass wenn du keinen Bock hast auf das Ausweichen und diese Staubdinger schmeißen, dann kannst du einfach mit deinem Pokémon gegen es kämpfen und dann musstest du die ganze ausweichen. Ich glaube, bei Arceus musstest du ausweichen, aber alle anderen konntest du auch einfach so besiegen. Ich habe immer nie mit Pokémon gekämpft, sondern bin die ganze Zeit nur ausgewichen und habe die Dinger geschmissen. Arcani war tatsächlich schwierig. Weil du da so richtig mit Iframes arbeiten musstest, wenn du Pech hattest. Weil Arcani einfach so Feuerzyklen macht. Und wenn du falsch machst, dann bist du gefangen im Feuer und verreckst einfach. Aber wenn du es weißt, kannst du dem Feuer ausweichen. Nee, du konntest in Legends Arceus nicht züchten. Aber es wäre auch unlogisch gewesen, wenn du hättest züchten können. Weil in Legends Arceus ist die Story, dass Pokémon wilde Tiere sind. Und du bist einer der Ersten, die Pokémon fangen, um sie zu erforschen. Wenn du dann sagst, kiss now. Das wäre ein bisschen ein krasser Schritt gewesen von, hey, Menschen haben Angst vor Pokémon und dann lass sie züchten. Lass sie brüten sofort. Nee, aber ich hätte natürlich Brüten auch cool gefunden, aber das war einfach nicht das Ding.
Ich finde, das ist nicht Teil von dem Spiel gewesen. Elektroball war auch schwer. Ich glaube, ich habe bei jedem Boss zwei Versuche gebraucht, weil du erst verstehen musstest, wie es funktioniert. Arctilas war auch nicht leicht. Ich will jetzt Legends Arceus spielen. Hallo Jay. Wenn man seine Top 4 Arenas haben will, welches ist das beste Pokémon-Spiel? Ich fand Gen 2 ja immer gut, weil man nach den Top 4 nach Kanto entdecken konnte. Ja. Deswegen ist ja auch eines der beliebsten HGSS, Hard Gold Soul Silver. Was ja Gen 2 ist, nur in noch schöner. Und besser gemacht. Auf der Switch, welches Spiel ist am besten, wenn du... Also wenn du wirklich dieses Oldschool-Pokémon-Erlebnis haben willst, wie du es kennst, dann spielst du das BDSP, das Gen 4 Remake auf der Switch. Aber das sieht halt sowas von abnormal hässlich aus und hat auch eine schreckliche Steuerung. Weil die Macher von dem Spiel haben den Originalcode genommen und da einfach eine neue Grafik draufgehauen. Und so einfach ist es halt nicht. Und das merkt man daran, dass die Steuerung nicht angepasst wurde auf die Modernität. Und dann spielst du auf einmal mit diesem Schachbrettmuster-Steuerung, aber das Spiel ist nicht mehr Schachbrett, weil es komplett 3D ist und so. Also die haben das Remake krass verkackt. Aber wenn du das Original-Spielerlebnis haben willst, dann wäre es wahrscheinlich BDSP, was du spielst. Aber Gen 9, also das Neueste, ist auch cool, weil da hast du Standard-Arenen, aber du musst sie nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge machen. Das Schöne an Gen 9 ist, dass du hast drei Routen, die du gehen kannst. Das eine ist Herrscher zu besiegen, also riesige Pokémon. Das andere ist Arenen, 8 Arenen zu schaffen. Und das andere war quasi so die Team Rocket, die Bösewichten-Route. Und alles sind Kämpfe. Aber du könntest jetzt einmal Team Rocket, dann einen Riesen-Pokémon besiegen und dann eine Arena machen und dann noch eine Arena machen, dann die schwerste Arena zuerst machen und dann Team Rocket-Kampf. Du kannst quasi, es sind 16 Sachen, die du durcheinander machen kannst. Aber an sich ist das ja auch Standard, ne? Arena, kleines Rätsel davor, dann kämpfst du gegen Trainer und gegen den Arena-Leiter. Gen 8 hat auch Arenen. Also das Erlebnis hast du eigentlich bei jedem Pokémon-Spiel, nur nicht in Legends Arceus. Ein Pokémon-Spiel mit alternativen Endings wäre auch mal cool. Ja. Wir haben so oft die Möglichkeit dazu gehabt. Allein in kleinen Dialogen, wo man Ja, Nein sagen kann. Es ist ja hier immer egal gewesen, ob du Ja oder Nein sagst. Hallo Markus. Aber fand, es waren in Kapu eher Minispiele als Arena-Rätsel. Ja. Es war nicht wirklich Rätsel. Hallo Ferret. Du hast deinen Gen 1 Origin Dex gerade abgeschlossen. GG. Ich hätte halt gerne alle Spiele in einem. Ja, aber das gibt's halt nicht. Und das wird's auch nie geben. Das Spiel wäre viel zu groß. Das würde keiner spielen, weil es viel zu groß ist. Es ist so ein Projekt, was Fans irgendwann machen. Beziehungsweise gibt's ja. Es ist ja ein bisschen, das Poké-MMO ist ja ein bisschen so.
Aber das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum für Hardcore-Pokémon-Spieler wie uns, die kein Problem damit haben, 50 Stunden lang eine Story zu spielen. Über 9 Kontinente hinweg. Und 1025 Pokémon. Aber ihr vergesst wie immer die breite Masse, die das nicht feiern würde. Und die das Spiel sehr unübersichtlich und langwierig machen würde. Und vor allem langweilig, weil... Wenn wir ehrlich sind, ist jedes Pokémon-Spiel sehr gleich. Du würdest einfach 8-mal das gleiche hintereinander spielen. Mit leichter anderer Story. Du würdest es umsetzen als ein riesiges Open-World-Spiel, wo du auf der ganzen Pokémon-Welt hin und her reisen kannst und auf jedem Kontinent hast du eine andere Story, die du machen kannst. Du hast super viele Quests und es gibt eine Main-Quest, die sagt, dass du in jedem Kontinent eine bestimmte Sache machen musst und dann zurückgehst auf den Hauptkontinent und dort die Story machst. Und so erforschst du jeden Kontinent einzeln um Sachen und im Endgame kannst du dort alles... Gibt es den kompletten Pokédex, weil du auf jeden Kontinent kannst und so weiter. Und du triffst all die Charaktere wieder, die du kennst aus den Originalspielen. Es wäre ein eigenes Spiel. Aber so riesig, mit einem roten Faden, der durch alle Kontinente durchführt. Und im Endgame erforschst du dann tatsächlich alles. Aber das ist so riesig und unnötig riesig, dass sie das niemals machen würden. Warum auch? Ich meine, was sie ja schon machen, ist ja schon ein bisschen das, dass immer wieder so, hey, wir sind jetzt bei der Blaubeerakademie. Übrigens, das ist Einal und wir haben die Musik aus Einal und Charaktere aus Einal. Yay! Das machen sie ja schon. Aber so Pokémon World mäßig, das, boff, ist so riesig. Und für die breite Masse, glaube ich, nicht interessant. Es müsste halt wirklich ein offizielles Pokémon-MMO sein, wo du immer wieder Erweiterungen rausbringst. Die Kanto-Erweiterung, die Johto-Erweiterung und so weiter. Und das gibt's ja als Fanmade Poké-MMO. Aber Beast, es gibt ja harte Pokémon-Spiele. Beziehungsweise, du kannst die Spiele dir hart machen. Und Blaubeerakademie, das neueste DLC von Gen 9, war schwer. Es war nur nicht schwer, wenn ihr wieder Pokémon Home aufmacht und eure Level 100 Competitive Pokémon rausholt und damit einfach durchrennt. Aber wenn ihr nur die Pokémon fangt, die es in der Blaubeerakademie gibt, und gegen die Leute kämpft, die dort stehen, dann ist jeder Kampf echt knackig. Aber wenn du dann auch nur ein bisschen Zeit damit verbringst, deine Pokémon zu überleveln, dann ist es auf einmal nicht mehr schwer. Aber das ist ja das Schöne an Pokémon. Wenn du es schwierig haben willst, kannst du es dir schwierig machen. Du kannst dir eigene Regeln geben, die es so unfassbar schwer machen. Gib dir die Regel, du darfst nicht zum Pokémon Center, keine Tränke verwenden und darfst nicht das Level Cap überschreiten. Und schon ist es schwierig. Pokémon Impact als Gacha-Game. Ja, ich meine, Gacha kriegen wir bald. Heute ja, kommt wieder kein Kindwurm, Mann. Warum bin ich vor dem geflüchtet vorhin? Das ist so nicht cool, Brutalander. Hallo, Prani. Ich will es nicht schwieriger, ich will es abwechslungsreicher. Ja, weil schwieriger kann man es immer selber machen. Du bist nicht damit allein, Prani. Jeder will es abwechslungsreicher. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, die Spiele werden für Kinder gemacht. Halt wirklich, die werden für Kinder gemacht. Und deswegen, das Blaubeer-Akademie-DLC war schon schwer. Wenn du da jetzt neu startest, ist es jetzt nicht geschenkt, da durchzulaufen. Und hier Sonne und Mond war ja auch, ich war überrascht, wie schwer es ist, wenn man nicht trainiert. Dann ist man auch echt aufgeschmissen, wenn man nicht die perfekten Monster dabei hat. Ultra Necrozma, die Herrscher, waren nicht leicht.
Rani, ich habe das gestern nicht gesehen, ob du geantwortet hast. Hast du das neue Zelda-Spiel gespielt schon? Genau, Genstadt macht auch selber Ausrufezeichen Prani, sehr gut. Und hat's funktioniert? Ja, Beast, dich stört halt die Unlogik bei manchen NPCs. Und das stört mich auch. Deswegen lese ich diese dummen Texte nicht, die labern. Aber was sollen sie denn sonst sagen? Also beziehungsweise, das ist ja eins meiner größten Kritikpunkte an Pokémon, dass die einfach kindisch gemacht sind. Aber es sind halt Spiele für Kinder. Vor allem die Hauptstory ist halt einfach für Kinder gemacht. Und dann hast du halt so Momente wie zum Beispiel, oh Leo, du bist so ein starker Trainer. Ich wünschte, weißt du, das ist halt nicht für alte Herren wie uns gemacht. Nö, bin lost. Ich meine, heißt du Prani? Nein. Also kannst du nicht Ausrufezeichen Prani machen. Es kam heute bei mir an. Also ich habe schon lange runtergeladen und am Wochenende ist Rosa nicht hier. Vielleicht streame ich das Wochenende über das neue Zelda-Spiel. Ich bin erst 32, also praktisch noch ein Kind. Mit 32 Gengar-Fan sein. Ei. Ich dachte, da wächst man raus mit 15. Gengar ist zeitlos. Es macht keinen Spaß. Weil ich habe extra Kindwurm gesucht vor dem Stream, dass ich hier nichts sinnlos suchen muss. Und jetzt... Oh, es ist so dumm, dass es dann einfach... Dass er einfach weg ist. Kann ich nicht irgendeinen Kindwurm fangen? Kann ich nicht mein Kindwurm einfach rausschmeißen und die ganze Zeit mit einem Zahnstocher stechen, sodass es Kindwurms ruft? Warum können meine Kindwurms nicht einfach Kindwurms rufen? Du magst nicht den Look von Link's Awakening? Der ist wunderschön. Warum magst du diesen Look nicht? Bin leidenschaftlicher Gengar-Hater. Ich will einfach Leute dazu challengen, Sachen zu mögen, die nicht jeder mag. Aber ja, es muss ja auch Leute geben, die Gengar mögen, damit man sagen kann, zu viele Leute mögen Gengar. Mein Lieblings-Pokémon ist Darkrai, ist das ungewöhnlich? Das ist besser als Gengar. Aber Legis und Mystische sind halt immer low-hanging fruit. Die mag ja jeder. Früher war es noch schlimmer, da waren Turtok und Lugia meine Favorites. Du hast es schon auf 100% gespielt, Max, das neue Zelda. Ich habe schon Tricks gesehen, wie man zum Beispiel unendlich hochspringen kann, indem man einfach immer springt und dann unter sich eine Platte herbeiholt und wieder springt, Platte, springt, Platte, springt, Platte und man kommt einfach überall hin. So richtig wie in Tears of the Kingdom, einfach das Spiel ausnutzen. Rani, du bist ein Dick da. Genen, du bist ein Regirock. Meine Lieblings-Pokémon sind Lichtel oder Wattzapf. Die sind ja auch cool, die beiden Pokémon. Man kann Echos schon echt gut abusen. Ja, das war ja auch, glaube ich, sie wollten ja, also es wirkt so, als wollten sie ein Tears of the Kingdom, aber halt Oldschool-Grafik, Oldschool
Gameplay haben. Also Oldschool Zelda, aber mit ein bisschen Freiheiten wie in den neuen Spielen. Was, glaube ich, gelungen ist. Sind Dragoran oder Metagross cool? Nein. Ich definiere nicht, was cool ist. Ich judge euch bloß, wenn ihr nicht eine nicht coole Meinung habt. Aber das Wichtigste ist, dass ihr auf meine Meinung scheißen könnt. Und solltet. Aber Dragoran, Metagross ist ein cooles Pokémon. Aber Dragoran, finde ich, ist so ein Relaxo. Ja, Relaxo, total cool. Ich finde, Durengard ist toll. Ihr dürft alles toll finden. Ich mag Alpollo auch mehr als Gengar. Aber ich mag nicht, dass sie Alpollo im Anime oder inzwischen Gengar auch so lächerlich gemacht haben. In Gen 1, Gen 2 waren das noch so wirklich böse Pokémon, die einfach, also in den Spielen, böse Pokémon, vor denen du wirklich Angst und Respekt hattest. Und jetzt mit Anime und den Spielen auf einmal sind es so lächerliche Witz-Pokémon, die keine Gefahr mehr ausstrahlen. Also optisch, die haben die Designs so lächerlich gemacht. Wie weit sind du und Rosa bei Dexter? Wir haben nicht mehr weitergeguckt. Also ich kenne alles, außer die neuesten Sachen. Nee, wir gucken nicht weiter. Ich erinnere mich, dass Staffel 3 sehr schlecht war. Und jetzt habe ich keinen Bock, ihr eine schlechte Staffel zu zeigen. Warum nicht? Keine Ahnung, bessere Sachen zum Gucken. Wir haben Foundation endlich fertig geguckt. Wir haben For All Humankind fast fertig. Wir haben, was haben wir noch geguckt? Auf Apple Plus sind echt viele Sachen, die echt gut sind. Wir gucken gerade ganz viel Apple Plus. Auf Netflix ist zurzeit nur Schrott. Netflix wird zu so einer Plattform, wo es nur diese ganzen Reality-TV-Sachen gibt. Ich weiß eben, Gengar und Alpollo waren so die richtigen Idioten-Witz-Pokémon im Anime, direkt von Anfang an. Ich fand es aber so doof, weil als du in Lavandia warst und dann bist du das erste Mal einem Alpollo begegnest, du hast so Schiss gehabt. Dieser böse Sprite und Gengar auch so, oh mein Gott, was ist das? Dann guckst du im Anime und Alpollo ist, und dann gewinnt einfach Ash gegen Sabrina, einfach nur, weil es Alpollo sie zum Lachen bringt. Was ist das denn für eine dumme Story? Du hast Castlevania angefangen. Castlevania ist so ein geiler Zeichentrickserie. Ich versuche nicht Anime zu sagen. Castlevania ist sehr geil auf Netflix. Aber der Anime ist doch für Kinder gemacht. Ja. Deswegen kann ich ihn doch trotzdem kacke finden. Ich hoffe, Squid Game Season 2 wird gut. Wo ist es am besten, Shiny zu farmen für dich? Keine Ahnung. Nicht hier. Ja, Netflix bringt nicht mehr so. Vor allem hat Netflix die Sachen abgesetzt, die tatsächlich cool waren. Kommt der neue Sunny, und nächstes Jahr kommt der neue Cyberpunk-Anime kommt bald. Wann kommt der? Ja, es gibt dann immer wieder geile Sachen auf Netflix, die man anschauen muss. Bye, Max. Es gab erstmal nur einen Teaser. Also dauert es noch ein Jahr. Es gab auch einen Teaser zu Snow White. Der neue Realfilm zu Schneewittchen, wo alles real ist, außer alles. Nur sie, nur Schneewittchen ist real.
Die Witcher-Serie wird interessant. Ich werde die erste Folge gucken. Und dann werde ich. Es war schon so schlecht. Eigentlich sollte ich noch nicht mal die erste Folge ausprobieren. Aber mich interessiert, wie der Hemsworth den Witcher spielt. Ah, das ist auch wieder sowas, ne? Du hast da so einen Witcher-Schauspieler, der das so perfekt macht. Und dann vergraulst du ihn. Weil du einfach dein eigenes Ding draus machen willst, was eindeutig scheiße ist. Ich hab vorhin Kindwurm nach 3 Encountern gefunden und dann habe ich den Stream angefangen. Und jetzt suchen wir hier wieder eine Stunde. Wir warten jetzt gerade auf Only Murders in the Building. Das wollen wir auch weiter gucken, aber wir haben gerade kein Disney Plus. Wir gucken jetzt erstmal Apple Plus, weil wir das noch umsonst haben wegen Twitch. Wie ihr alle hoffentlich, 3 Monate Apple Plus umsonst wegen Twitch. Also auf Apple Plus waren halt echt jetzt Serien, die sind in meine Geschichte eingegangen, so gut waren die. Das ist Apple Plus halt wirklich. Apple Plus hat sehr wenig, aber die Sachen, die es gibt, sind hammergut gemacht. Nicht so wie Netflix, wo 90% mit ist. Mit oder Schrott. Disney Plus hat halt auch. Disney Plus ist in meinem Kopf einfach nur noch. Wir haben Star Wars verkackt. Aber Only Murders in the Building will ich auch weiterschauen. Dich nervt, dass man bei vielen Serien auf 2-3 Jahre auf die nächste Staffel warten muss? Was soll man denn sonst machen? Sollen die einfach alles immer sofort produziert haben? Instant? Ohne. Wie willst du es denn sonst? Die sollen meinetwegen sich 10 Jahre Zeit lassen für die nächste Staffel, wenn sie gut ist. Hast du Mandalorian geguckt? Ja, Mandalorian war gut am Anfang. So wie früher in einem jährlichen Rhythmus. Ja, inzwischen sind die Serien, glaube ich, ein bisschen aufwendiger geworden zu produzieren. Was wurde denn in einem jährlichen Rhythmus damals produziert? Ich finde es gut, wenn man warten muss. Dann kann man die anderen Sachen schauen, für die man sonst keine Zeit hätte. Star Trek beispielsweise jedes Jahr eine Staffel. Ja, das kann ich über How I Met Your Mother und Friends auch sagen. Wir reden hier nicht von Star Trek. Star Trek war eine Serie, die. Das ist doch was anderes. Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt die Serie The Witcher, wo sie in die krassesten Locations fliegen müssen, mit Schauspielern, 3D-Drachen, die rumfliegen und alles. Und vergleichst du das mit Star Trek von 1980, wo sie einfach vor einer, in einer Kulisse standen, die in irgendeinem Hollywood-Studio gedreht wurde, mit vor Greenscreen oder vor schlechten Kulissen. Also es gibt einen Unterschied zu einer Serie, die quasi, die haben ja Verträge, dass das so durchgezogen wird und dann sind das hier richtige Schedules und dann ist das ein Studio, was gemietet ist für die nächsten 5 Jahre, wo das stattfindet und so. Das sind ja, ich weiß nicht, dafür gibt es Fachbegriffe, das sind ja diese Art von Serien. Und dann gibt es aber tatsächlich Serien heutzutage, die Filme sind. Die jedes Mal aufs Neue komplett neu erschaffen werden und nicht einfach, oh, ich gehe in das Studio und drehe dort die nächste Staffel. Sondern so eine Witcher-Staffel, so eine One-Piece-Staffel, so eine was auch immer Staffel, das ist einfach ein Film, nur dass der nicht 2 Stunden geht, sondern 20 Stunden. Ist klar, dass sie das nicht pro Jahr einmal mal eben schnell produziert haben. Das sind halt komplett unterschiedliche
Genau, oder die ganzen Crime-Serien, ne? Das ist ein fettes Studio, das dafür gemacht wird und dann werden da 10 Staffeln drin produziert, 10 Jahre lang, solange es nicht abgesetzt wird. Die gehen in ihr Studio, weil jede Folge hat 80% in dem Detektiv-Hauptquartier, wo die alle stehen und reden und ein paar Außenszenen, die dann da auch in Los Angeles gedreht werden und fertig. Aber The Witcher muss einfach nach Neuseeland reisen für 3 Minuten. Es gibt so viel bei all diese CIS, Dexter auch. Diese Serien wie Dexter oder Shameless, da hast du ein Studio, wo du jedes Jahr einfach wiederkehrst und dann haust du das Walking Dead auch. Du hast ein Studio, Game of Thrones eher war, glaube ich, Game of Thrones war schon krasser. Aber das war so erfolgreich, dass sie da so viel reingeballert haben wahrscheinlich. All diese Serien, die immer das gleiche sind. Das ist halt ein Studio, wo du immer wieder zurückkehrst und dann machst du dein Ding und fertig. Aber heutzutage sind ja die krassen Serien, das sind Filme einfach. Hallo Faulgott. Ich verschwende doch hier meine Zeit. Was ist denn das? Ich muss in einer Stunde gehen, weil wir gehen heute auf ein Konzert. Ich sag's euch. Das ist doch Kacke. Ich habe überhaupt keine Angst vor Brutalanda gehabt. Aber wenn dann einfach eine Stunde lang kein Kindwurm kommt, 1% ist selten. Aber nicht so selten. Auf welches Konzert geht dich gar nichts an. Apokalyptika. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Schauspieler aus Serien heute ein viel höheres Ansehen haben und dann nebenbei zig Filme drehen. Glaube ich nicht. Stranger Things ist so ein Beispiel, die brauchen auch ewig, weil die alle einen vollen Terminkalender haben. Und vielleicht, weil die Kinder einfach inzwischen erwachsene Menschen sind und nicht mehr so wie Kinder aussehen, deswegen sollten sie erst gar nichts machen. Sondern sie hätten schon längst die Serie beenden sollen. Walking Dead fand ich extrem langweilig. Walking Dead hatte ein Riesenproblem, dass es nach Staffel 3 einfach kotzlangweilig war. Dann haben wir alle ein paar Staffeln durchgehalten. Ein paar haben durchgehalten, wie ich. Ein paar haben nicht durchgehalten, wie du. Und dann waren wir glücklich, als, ich weiß nicht mehr welche Staffel, aber als die Whisperer, die mit den Zombies gehen, als die kamen, wurde es wieder cool. Weil das ist ein cooles Konzept gewesen. Aber zwischen waren es echt so zwei, drei Staffeln, die so kotzlangweilig waren. Vor allem als der Hauptcharakter seine Identitätskrise hatte und nichts mehr konnte und einfach nur langweilig war. Es war so traurig. Und dann wurde es tatsächlich wieder entspannend und interessant und wieder ein bisschen so wie am Anfang, wo wirklich sowas auf dem Spiel stand und coole Bösewichte waren. Negan war halt großartig, ja. Aber Negan war schon wieder das Coole. War Negan davor oder danach? Egal. Und dann wurde es echt wieder cool. Aber es war einfach zu lang. Es war einfach zu viel. Die hätten viel schneller einfach zu Pette kommen sollen. Das wurde alles, weil es so erfolgreich war, herausgezögert wahrscheinlich und so.
Hallo Lex. Ich glaube, nach der Negan-Sache wurde es so langweilig, weil dann er so Depri war und nichts mehr hingekriegt hat. Und dann war man die ganze Zeit nur so, oh. Ja, irgendwann war es wirklich kotzlangweilig. Irgendwann die Zombie-Schnetzeler immer geskippt und fand, es wirkte irgendwann nur noch so, als ob die auf Krampf immer ekligere und krankere Sachen einbauen mussten. Echt? Das fand ich gar nicht mal. Ich hatte eher das Gefühl, dass es... Die Zombies kamen immer mehr in den Hintergrund, weil... Irgendwann wurde es ja auch langweilig mit Zombies, so, oh, wieder eine Zombie-Herde. Oh, nein, 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 nein. Und wenn dann Zombie-Kämpfe waren, waren sie auch super langweilig, weil die sahen auch irgendwann nicht mehr gefährlich aus. Weil sie haben nie wirklich schnelle Zombies eingeführt, oder? Es waren immer nur langsame Zombies. Und dann war es halt so, okay, keine Ahnung, am Anfang war es noch so bedrohlich und dann irgendwann wurde es so zur Normalität. Die rennen einfach durch die Horden durch und es sah überhaupt, die ganzen Kämpfe waren überhaupt nicht mehr gefährlich irgendwie. Aber es war halt interessant, die Menschen, die verschiedenen Fraktionen, wie die miteinander interagieren. Es wurde halt immer weniger, ging halt immer weniger um die Zombies. Dann irgendwann ging es wieder um die Zombies, als diese anderen Bösewichte kamen mit ihr. Fromm kenne ich nicht. Fromm. Aber... Die letzten 2-3 Staffeln von Walking Dead waren dann wieder gut. Nur jetzt stört mich, dass es wieder viel zu krass auf Geld ausgeht, weil sie haben ja, wenn sie Walking Dead einfach beendet hätten, hätte ich gesagt, sehr gut. Gut gemacht, war zwar zwischendrin langweilig, aber sie haben am Ende es wieder gefunden und es war tatsächlich spannend und ein cooles Ende. Weil ich fand das Ende auch cool. Mich stört nur, dass sie jetzt 6 weitere Serien daraus machen. Dass du nicht weißt, was mit den anderen Charakteren passiert, außer du guckst jetzt wieder 6 andere Serien, die überall woanders laufen. Und ich sehe es nicht ein, diesen Franchise weiter zu gucken. Es ist einfach so viel verschiedene Serien. Jetzt kriegen die 2 die eigene Serie. Alter, sie hätten einfach alles beenden sollen. Du kannst doch nicht verlangen, dass ich 3 andere Serien jetzt anschaue, um zu wissen, was mit 3 Charakteren passiert. Man muss einfach den Comic lesen, ne? Sie haben eine Fraktion geteased, die nie wieder vorkam? Echt? Kann eben sein, dass sie in einem von den Side-Dingern jetzt vorkommt, diese Fraktion. Fromm ist richtig heftig. Das ist eine Serie. Und wo läuft die? Fromm? Wo läuft Fromm? Hallo Nick. Ich habe mal wieder eine dumme Frage. Ich freue mich. Was machst du da, Leo? Steht im Titel. Warum steht in deinem Titel Brutalander, wenn du Kindwurm suchst? Wir suchen Kindwurm und dieses Kindwurm taucht zu 1% auf und das Kindwurm ruft ein Brutalander zu 1%. Auf YouTube, Amazon Prime und Apple TV? Also muss ich... Hä? Wie kann die auf 3 verschiedenen... Man, reden wir von einem Film oder... Also es ist eine Serie, die ich kaufen muss. In diesem Spiel, Prani, rufen Pokémon Pokémon. Ich muss einen Kindwurm finden, damit dieses Kindwurm einen Brutalander ruft. Die schreien um Hilfe. Hilfe! Und dann kommt Mama Brutalander. Würdest du auch ein Level 11 Brutalander nehmen? Berox! Gestern kam ein Level 11 Brutalander. Und was habe ich gemacht? Ich habe es umgebracht. Natürlich nicht. Level 9 Brutalander. Was bringt mir Level 11, wenn es Level 9 gibt? Attack on Titan habe ich auch abgebrochen. Noch 6 Folgen. Du kannst
für das beste Attack on Titan Experience würde ich die erste Staffel gucken. Okay, wenn dir das schon nicht gefällt, dann ist es nichts für dich. Die zweite Staffel würde ich im Manga schnell durchblättern, weil es ist nur Kriegsgelaber ohne Action. Und dann guckst du wieder Staffel 3 und 4 Anime und es ist nicht schlecht gemacht. Und das Ende ist halt, entweder es gefällt dir oder nicht. Dünnes Eis. Woher soll ich das wissen? Da ist gestern passierte. Auch Paramount Plus läuft das. Ah ja, wieder das neue. Noch mehr Zeug. Man kann nirgendwo Attack on Titan Staffel 1 streamen. Ernsthaft? Nicht mal auf Crunchyroll? Attack on Titan ist langweilig. Also Attack on Titan ist nicht unbedingt langweilig. Staffel 2 ist langweilig. Das ist alles nur eine Kriegsstrategiegespräch, ein langes. Attack on Titan war Banger. Banger würde ich auch nicht sagen. Aber ich finde, es ist besonders genug, dass man ihm auf jeden Fall eine Chance geben sollte. Wenn man dann den Artstyle nicht mag, der ist sehr besonders verständlich vielleicht. Ist halt Mainstream. Ja, aber ich finde, die Geschichte von Attack on Titan ist noch nicht mal so Mainstream. Es gibt nicht wirklich einen Charakter, auf den man sich verlassen kann. Jeder Charakter hat auf einmal so ein... Also fast jeder Charakter verändert sich über den Verlauf der Geschichte, so gut wie jeder. Und du weißt noch nicht mal, welchem Charakter du wirklich vertrauen kannst oder wer überhaupt, ja, auf wessen Seite du bist. Es ändert sich die ganze Zeit. Du magst Jojo auch nicht. Ja, okay, wenn du halt diese übertriebenen Artstyles nicht magst, dann magst du Jojo und Attack on Titan nicht. Oder Redline würde dir wahrscheinlich dann auch nicht gefallen. Ihr guckt gerade Jujutsu Kaisen und ich wollte noch ein Super Trio Cat's Eye rewatchen. Was ist das? Ein Super Trio Cat's Eye. Attack on Titan hatte schon ein paar richtig geile Momente, wo so alles auf einmal anders ist. So einfach diese Momente, gab es schon echt viele, wo echt so, oh, krass. Du magst auch nicht One Punch Man? Okay, du magst einfach kein Anime, wo eine Linie dicker ist als ein Pixel. Was? Wie kann man One Punch Man optisch nicht mögen? Staffel 1 sah so geil aus. One Punch Man ist eins der komplexesten und bestgezeichnetsten Mangas ever. Oldschool Anime, noch nie gehört. Du kennst nicht Katzenauge? Wenn ich ein Bild sehe, kenne ich es vielleicht. Was ist MHA? Monster Hunter Mon... MHA, Monster Hunter Academy. Ich wollte es gerade sagen, My Hero Academia, aber ich bin nicht drauf gekommen. Du magst selbst den Artstyle von My Hero Academia nicht, aber der ist ziemlich basic. Du bist komisch. Ich mag My Hero nicht, weil es einfach basic Shonen-Kacke ist. Der arme, schwache Junge, der gemobbt wird, wird zu dem krassesten Kämpfer von allen. Und oh, wer hätte es gedacht? Der Bösewicht ist eigentlich lieb. Und sowas. Ja, My Hero Academia ist sehr cartoony. Sehr große Augen, sehr übertrieben.
Vision of Escalfon war mein erster Anime, der Deep war. Ich glaube, von vielen von uns, weil der damals auf Viva lief. Wenn du es irgendwie geschafft hast, um Mitternacht Viva anzumachen, dann lief da Vision of Escalfon. Und allein die erste Folge, wo sie von diesem Drachen fast umgebracht wird und er dann kommt und aufschlitzt und das Auge und Blut so viel und so, oh, Anime kann brutal sein. Ich dachte, es war Viva, wo Vision of Escalfon lief. Und dann war Pandoras Box geöffnet und dann kam Cowboy Bebop auch da und dann kam da auch Helsing. Blue Lagoon lief da, glaube ich, auch. Vielleicht war es MTV, aber ich dachte, es war Viva. Overlord? Ich meine, du magst nur Overlord wegen ihr, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich den mag. Ich habe Overlord eine Folge geguckt und mir auch sofort gedacht, okay. Okay. Ich finde, der ist overrated. Ich habe nie gehört, dass der groß geratet ist. Der ist halt so ein typischer... Ich glaube, wer Sword Art Online mag, mag auch Overlord. Es hat so irgendwie die gleiche Stimmung, oder? One Piece trage ich auf der Haut. Ich trage Naruto auf der Haut. Ich mochte Sword Art Online und Overlord. Ich trage SPF 50 auf der Haut. Was ist mit diesem 1% Kindwurm? Es macht doch keinen Spaß. Gen 7 ist so Schrott. Was sind es für Encounter-Raten? Man sucht eine halbe Stunde für 20% Encounter und für 1% sucht man einfach eine Lebenszeit. Mein Charakter ist gleich 13 anstatt 12. Ist Monster Hunter eigentlich Isekai? Die eine Staffel ist Isekai, oder? Ich glaube, wenn ich wieder... Gibt es eigentlich eine neue Spy Family? Spy Family war echt lustig. Aber... Wenn Dandadan... Ich habe lange jetzt nichts mehr geguckt. Aber wenn Dandadan rauskommt, das gucke ich. Jede Woche die neue Folge. So wie bei Chainsaw Man. Gucke ich jede Woche einfach die neue Folge. Solange Dandadan auf Crunchyroll kommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Kommt es in ein paar Tagen. Boah, Dandadan ist so lustig. Der Manga ist so lustig. Und es sieht so gut animiert aus. Es ist so lustig. Du fandest Spy Family abgrundtief langweilig? Ich fand, sie haben sich viel zu selten, also viel zu wenig um sie gekümmert. Also um die Frau. Und zwischendrin sind Folgen, wo man merkt, das sind Filler, oder? Es kommt nicht voran. Ich glaube, die zweite Hälfte von der ersten Staffel hat null... Also die Story wird nicht vorangetrieben irgendwie. Das sind die ganze Zeit nur so kleine Sidequests wie wir gehen in den Zoo. Ach, Dandadan kommt auf Netflix. Also ich glaube nicht auf beidem. Ich glaube nicht, dass ich... Lizenzen zwei Sachen teilen dürfen. Ich glaube nicht, dass Dandadan auf Netflix kommt. Aber ich hole mir Crunchyroll für Dandadan.
Ich hoffe, es ist genauso lustig wie der Manga. Warum ist das eine Pokémon eigentlich hier orange? Ist mein Parasek? Mein Parasek ist verbrannt. Trailer war Netflix. Okay, dann geil. Dann muss ich ja gar nichts kaufen. Wenn ihr was Geiles sehen wollt auf Netflix, wenn ihr Netflix habt und ihr wollt einen geilen Anime anschauen, Pluto. Schaut euch Pluto an. Dann schaut danach alles an oder lest alles, was dieser Mangaka gemacht hat. Denn der Typ ist eine Legende und alles, was der macht, ist Perfektion. Und Pluto ist keine Ausnahme. Pluto, 21st Century Boys. Oh, wie heißt das andere? Kindwurm. Wie heißt das andere? Pluto, 21st Century Boys. Achso, Monster, genau. Pluto, ist das nicht eher Disney Plus? Nein. Pluto ist so. Ich liebe an dem Mangaka, dass kein Charakter, egal wie Hauptcharakter dieser Charakter ist, ist sicher. Das hast du so selten in Anime. Klar gibt es inzwischen genug Animes wie Attack on Titan, wo kein Charakter sicher ist vor dem Tod. Aber bei dem Mangaka, bei so Pluto und sowas, bist du erst, da siehst du es erst recht nicht kommen. Da bist du so, aber das ist mein, wie soll es denn weitergehen ohne den, was? Das sind aber die perfekten Krimi-Geschichten, die der erschafft. Das ist so gut gemacht. Also, wir haben das jetzt diesmal so gemacht. Jetzt wechsle ich auf Parasek. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide mich angreifen Connect ist sehr gering. So. Jetzt kann ich den einen einschläfern. Ich habe Akamega Kill dafür gehasst. Was war nochmal Akamega Kill? Dann schlagen wir dich. Crunchyroll und Netflix, geil. Ah, das kommt bestimmt eine Woche danach. Oder kommt es direkt auch am 3. Oktober? Muss ich instant gucken. Okay, wir können wechseln. Das ist Nummer 56. Hallo, Yannick. Anime on Demand. Ist das ein eigener Service? Hab ich auch noch nie gehört. Animation Digital Network. So, morgen erwarte ich, dass alle von euch die erste Folge Pluto gesehen habt und wir darüber reden können, wie großartig alles ist, was dieser Mensch macht. Ist nämlich nicht so eine dumme Shonen-Kacke. Dann Devilman Crybaby. Auch auf Netflix. Wer hat Devilman Crybaby gesehen? Pflicht. Ich kenne, da ist Akamega Kill, nicht das mit diesem hübschen Protagonisten.
Ich kenne den Namen, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht geguckt, weil sonst wüsste ich es jetzt, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe das Cover von Akamega Kill vor mir. Du hast Devilman Crybaby angefangen. Okay, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Weil wenn du einmal anfängst, dann kannst du nicht aufhören. Ist das nicht der Anime? Nee, Akamega Kill ist nicht das Scherenmädchen, das ist Killer Kill. Klingt aber ähnlich. Killer Kill. Killer Kill ist aber lustig. Aber Killer Kill, der Anime, hört ja einfach auf. Nee, der Manga hört einfach auf. Wie war das? Der Manga hört einfach auf. Nee, irgendwas hört einfach auf. Ja, der Anime hört einfach auf. Eins von beiden hört einfach auf und du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich glaube, der Manga ist noch nicht mal ein Manga, sondern so ein Internet-Short-Story-Comic-Manga. Killer Kill Anime ist zu Ende, würde ich sagen. Okay, dann war das der Manga, der... Nur die Inspiration. Light Novel. Ja, war es eine Light Novel? Aber ja, es war auf jeden Fall nicht... Es war verwunderlich. Es war auf einmal... einfach aus. Aber Killer Kill ist lustig. Ist halt komplett übertrieben. Fanservice auch. Ich muss mich jetzt besser konzentrieren. Ich darf nicht wieder das eine umbringen oder flüchten wie gestern. Peinlich. Ich muss jetzt wenigstens auf 100 kommen. Schaffe ich 100 in einer halben Stunde? Es läuft. Es kommt nix. Aber Happens, wie weit bist du mit dem... Castlevania-Anime. Castlevania-Anime auf Netflix ist wirklich großartig. Man könnte sich nur langweilen. Gerade erst angefangen. Ich kann dir nur sagen, ich verstehe, wenn du es langweilig findest. Aber das Finale von jeder Staffel ist so wie Breaking Bad. Es baut sich alles auf durch sehr viel Gerede, sehr viel Lore. Zwischen ist schon ein bisschen Action und eklige Sachen und krasse Kämpfe und sowas. Aber es ist trotzdem alles so ein bisschen slow, sehr politisch. Aber dann jedes Mal, die letzten beiden Folgen von jeder Staffel, sind alles wert gewesen.
Es ist, dann ist die Explosion und die größte Schlacht und die beste Animation im Anime, die du kriegen kannst, und es sieht so geil aus. Gott, waren diese Kämpfe geil. Auch so, also halt so geil geskriptete Kämpfe, so, so von wegen, nicht nur, dass irgendwie, oh, das Feuer sieht besonders cool aus, sondern was die machen in den Kämpfen, ist so kreativ, wo du dir denkst, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist so gut gemacht. Aber dafür sind halt dann 8 Folgen so, okay, ja, ihr mögt euch nicht, okay, der Dämon ist da, ja, und gerade Dracula, und dann boom, alles geht ab. So gut. Hat das Brutalanda Level 9 eine Besonderheit oder warum muss es 9 sein? Warum versteht ihr mich nicht? Es ist das. Es gibt seltene Pokémon. Es gibt Pokémon, die sind besonders selten. Eine Kategorie an seltenen Pokémon ist Low-Level-Pokémon. So wie ich ein Level 1 Gyarados gefangen habe, ist das Brutalanda mit dem lowesten Level Level 9. Du kriegst nirgendwo ein Brutalanda mit weniger Level. Du siehst ja, wie aufwendig das ist. Das hat ja damit nichts zu tun, Brani. Das ist doch an sich, es sagt schon alles. Level 9 Brutalanda. Boah. Muss man nichts mehr sagen. Das ist schon Statement genug. Das ist einfach, boah. Level 9 Dragoran. Boah. Gab es schon einen Shiny? Nein. Boah. Boah, Kindwurm. Hallo Soyu Wave Taka. Ja, wenn es jetzt in der nächsten halben Stunde nicht kommt, dann kriege ich es heute wieder nicht. Ich habe ungefähr viel mehr Mankeys und Habitats. Das waren mindestens 300. Wahrscheinlich waren es 10. Gefühlt 3000. Ich wollte auch schon fragen. Ja, ich weiß, es fragen die ganze Zeit welche, was an einem Level 9 Brutalanda so besonders ist, aber ich kann euch nicht mehr sagen, als da steht. Level 9 Brutalanda, das sollte schon euren Kiefer droppen bis nach China. Das ist nicht jedem klar, das ist mir bewusst, aber es sollte jedem klar sein. Level 9 Brutalanda. Oh, wow. Hast du schon ein Shiny gefunden? Nein! Ich will auch kein Shiny! Schade, dass jetzt ganz gekommen ist. Eben. Noch ist es nicht da. Noch ist es nicht da, aber wenn es da ist, kannst du so nochmal reagieren, Nick. Wow! Level 10. Oh, verdammt, nicht Level 9. Wow. Fast Guy, du bist ein Blip. Blip. Nein, Blip.
Kannst du den DS nicht einfach zuklappen, damit du morgen nicht suchen musst? Ja, das mache ich auch so. Du hast dann mit dem Brutalander sogar das Spiel durchgespielt. Das würde ich nicht machen wollen, denn das Brutalander muss für immer auf Level 9 bleiben. Aber ja klar, ich klappe den Bildschirm einfach zu und dann geht's weiter. So hatte ich das ja auch gemacht. Wir haben ja heute angefangen mit einem Kindwurm. Aber dann habe ich das eine Kindwurm leider umgebracht, weil ich nicht aufgepasst habe. Starrick, du bist ein... Hoplo. Berg an besiegten Kindwurm. Das sind 88 plus 74. So viele Kindwurms habe ich schon besiegt. Jetzt kannst du dich aber auch vor allem beim Brüten fragen. Die ganzen Pokémon, die du ausbrütest, die Eierschalen, die überall rumliegen und Pokebälle, nachdem du sie freilässt. Und die ganze, das ganze Gebiet um dich rum voll mit diesen gebrüteten Pokémon, die du freigelassen hast. Ich wollte doch meinem Knuddeluff eine andere Attacke als Zauberschein beibringen. Naja, ja, da haben wir bestimmt auch die Möglichkeit dazu, ne? Aber irgendwas passiert wieder. Jetzt wäre es langsam wieder soweit. Letztes Mal kam es unter 100. Heißt das, es muss jetzt über 100 kommen?
Zwischen 89 und 95 kommt's. Ein Wort in Brutalandas Ohren. Hat Brutalanda keine Ohren? Vielleicht liegt's daran, dass es nur zu 1% hört. Wusstest du, dass Tragossos auch Kangamas zur Hilfe rufen können? Jetzt schon. Cool. Muss ich wieder switchen. Dann ist immer gefährlich. Letzte Woche kam es bei 89. Das war gestern. Das war gestern, aber hey. Und deins kam auch gestern. Wie denkst du, dass es letzte Woche war? Tage, die sich wie eine ganze Woche anfühlen. Freitag hast du ja pausiert. Nö. Was? Was habe ich da pausiert? Achso, Freitag habe ich das Spiel pausiert. Ja, aber nicht übers Wochenende. Also nein. Wir haben die letzten drei Streams nur das hier gemacht. Deswegen wird es ja langsam anstrengend. Guck, wie ich es fast umgebracht hätte gerade. Das nächste war letztes Mal ein Brutalanda. Kommt der nächste Soling-Stream? Je nachdem, wann der Herr Pappnase Zeit hat. Ich habe ihn schon gefragt. Vielleicht Sonntag. Vielleicht Samstag. Vielleicht, weiß ich nicht, in 3 Jahren. 90! Du willst Zelda spielen? Diesmal im wahrsten Sinne? Ja, ja. Machen wir diesmal den Witz, dass ich Link spiele? Also Donnerstag? Also morgen. Aber ja, wenn du die Soul Link nachholst, bitte auf YouTube nachholen. Wenn ihr meine Streams nachholen wollt, fände ich es cool, wenn ihr das auf YouTube macht. Und vor allem, wenn ihr meinen Kanal auf YouTube noch nicht abonniert habt, tut ihr mir sehr weh damit. Ich habe fast 1000, naja, fast
Wir sind, glaube ich, bei 750 Abonnenten und bei 1000. 1000 ist ein fetter Meilenstein. Ich hoffe, ich kriege bald 1000 Abonnenten. Ich gebe mir jetzt auch um einiges mehr Mühe beim Leos Archivkanal. Also die Thumbnails werden jetzt immer drauf angepasst, auf dem, was passiert. Beschreibung und alles. Dass mehr Leute die Videos finden können und anschauen wollen. So, jetzt bei 92 müssen wir jetzt wieder kurz aufpassen. Mein liebes Parasek. Man könnte auch denken, dass ich nach einem Shiny suche. Dafür existieren Titel. Und dumme Fragen. Zuerst ich einschläfern. Schlaf, 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 schlaf. Schlaf weiter. Schlaf weiter. Ist es aufgewacht? Ist es ernsthaft ausgewacht? Es macht Biss. Welches von den beiden? Sporn wird? Wurde vergiftet? Welches von den beiden? Das rechte? Haha. Trottel. Das ist doch okay. So muss das laufen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Stimmt, die Titel sind spezifischer geworden. Ja! Und Thumbnails auch. 93. Danke, JP. Komm, unter 100. Unter 100. Drei Kanäle. Hat jemand zufällig auch das Gameplay von mir angeschaut von ich hab den Namen vergessen vom Spiel. Hä? Wie heißt es? Wo ich Fahrrad fahre. Linda, nee, das Neuere. Ich komme nicht dazu, es zu spielen. Ich will aber weiterspielen. Real Life? Nein. Season, 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 Season. Ich will wissen, wie es da weitergeht in Season. Sieht, das ist echt interessant.
schon. Unter 100. Gen 7 nimmt die Wahrscheinlichkeiten zu ernst, ey. Zu ernst. Danke für das Glück. Ruf Papa. Ruf Papa. Papa. Unter 100 war es nicht. Kann es nur Papa sein? Ich will, dass es Papa ist. Ich nehme auch Mama, aber ich habe... Der einzige Grund, warum das hier übrigens ein Knuddeluff ist, ist, damit es ein Papa wird. Nummer 100 ist auch kein Papa. Ich habe noch 12 Minuten. In diesen 12 Minuten muss jetzt ein bruter Lander kommen. Fork. Wenn es bei 1, 2, 3 kommt, kriegst du einen Sub von mir, Gannon. Dein Name sieht so nackt aus. Wenn nicht, wirst du gebannt. Genau. So einfach ist das hier. Wenn ich überhaupt so weit komme. Bitte nicht. Ja, am meisten wird mich stressen, wenn ein Shiny Level 10 Brutalander kommt. Dann wäre ich sehr, sehr traurig. Es ist jetzt gleich so weit. Es kommt jetzt jeden Augenblick. Da! Nein. Kein Soulink mehr? Was? Was du reden?
ist das eigentlich für ein Tanz? Danke, Beast, für das Glück. Bin auch voll sad, wenn ich ein seltenes Shiny finde, Logic. Ja, aber es ist... Aber dann muss ich weitermachen. Ich will lieber ein Level 9 normales als ein Level 10 Shiny. Kam schon mal ein Brutalander? Ja, bei 89. Also es war Level 11. Wenn ein Nuzlocke mit Nase... Ja, die kommt halt, wenn sie wieder kommt. Warum sollte die jeden Tag kommen? Wie sollen wir das denn machen? Ich kann alleine weiterspielen. Und dann muss er das nächste Mal einfach alles löschen, was bei mir draufgegangen ist. Call your daddy. Welches Pokémon kommt nach Brutalander? Eigentlich wollte ich noch Dragoran machen, weil hier gibt es auch ein Level... Was hat das Dragoran für ein Level? Auch 9? 12? Aber so kacke, wie das hier läuft. Dragoran 10 bis 44. Nö, das machen wir nicht. Willst du mir sagen, die Chance... Aber wie ist die Chance, dass ein Dragoran kommt? Auch 1%, oder? Neue Regel. Alles, was einstellig ist, ist cool. Alles, was zweistellig ist, ist uncool. Auch 1%? Nö, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hat das Pokémon, welches um Hilfe ruft, Auswirkungen auf das Level? Nein. Wenn ja, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ihr mir das sagt. Welches Pokémon kommt also nach Brutalander? Keins, dann bin ich fertig. Hallo Dave. Dave, du bist ein Frubärl. Wird Zeit, ne? Für einen Drachen, der fliegt, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Ich glaube, ich habe nicht mal genug Attacken für 1, 2, 3.
Also wenn, dann muss sich das Brutalander schlecht fühlen, weil nur weil das Brutalander nicht kommt, werden so viele Kindwurm geopfert. Wenn Papa kommen würde, wäre ja alles vorbei. Das Kindwurm hat keine Schuld, es ruft nur nach Hilfe. Ist ein Level 9 Kindwurm. Nach Kindwurm müssen wir nochmal Story spielen. Habe ich gestern schon angefangen. Ich habe die erste Insel gestern gemacht und das war so viel. Textboxen wegklicken, ey. Ich habe nur noch 3 Attacken. Wenn es jetzt echt bei 1, 2, 3 kommt, verschenke ich 5 Subs. Was fehlt dir noch für Gen 7? Exklusiven Mons. Nicht umbringen. Knoblauch hat sogar ein Level jetzt gekriegt, so viele waren es. Ist das wilde Battle-Theme schon seit über 2 Stunden? Nee, weil wir erstmal wieder nach Kindwurm eine Stunde lang gesucht haben, nachdem ich das letzte umgebracht habe aus Versehen. Ich habe extra vor dem Stream das gesucht. Dann kam's und im Stream bin ich dann, habe ich es einfach umgebracht. Dann musste ich nochmal eine Stunde suchen. Und jetzt muss ich nur, damit wir auf 1, 2, 3 kommen, meinen Parasek nochmal holen. Risky. Trägt Parasek überhaupt für ein Item? Ach, weil ich Raub hab? Moment, trägt bei Raub das Pokémon dann das Item? Das, dann, nee, dann könnte ich ja gar kein Item tragen. So. Nein, das waren keine 2 Stunden, die wir gesucht haben.
Moment, welches bringe ich um? Das linke. Okay, noch zwei. Dann höre ich auf. Noch eins. Wenn es jetzt kommt, verschenke ich 5 Subs und einen davon kriegt Gannon. Weil er gesagt hat, 1, 2, 3. Und? Fail. 1, 2, 3. Das war's. Ich klapp zu und wir machen morgen weiter. Ey, das ist so ein... Jetzt hat er ihn gebannt. dass das so ein Stress ist. Hätte ich nicht gedacht. 4. Okay. Ich flüchte nicht aus Versehen. Nee, ich mach einfach so. Ich dachte nicht, dass das so nervig wird. Ich dachte, die kommen viel häufiger. 1% ist zwar selten, aber dass es sich jedes Mal echt die 100 Zeit lässt. Dass ich so ewig brauche, um überhaupt Kindwurm zu finden. Aber hey, dafür ist es noch cooler, wenn es dann kommt. Komm, erstmal 5 hintereinander Level 12er. Zweimal 1% halt. Nicht nur. Also es ist einmal 1%. Dann ist es 1 zu 400. Dass das Brutalander kommt, was ich will. Und dann ist noch nicht mal das Geschlecht einberechnet. Mit Geschlecht einberechnet ist es sogar 1 zu 800. Ein bisschen weniger, weil ich ja Knuddelluft habe. Aber wenn weiblich... Macht mir nichts aus. Ich habe Knuddelluft nur dabei, weil es halt geht, aber wenn ein weibliches Level 9 kommt, nehme ich das. Weil es geht mir um das Level, nicht um das Geschlecht. Aber das Level 11er war männlich. Also es ist mindestens eine Chance von 1 zu 400. Jetzt. Und wenn Shiny kommt und ich habe noch genug Äther und sowas... dann kill ich das. Aber inzwischen habe ich nicht mehr so viel Äther, also könnte ich überlegen, es zu fangen und weitermachen. Aber dann habe ich auch keine Äther mehr. Das ist eigentlich eine fette Überlegung, ob ich ein Shiny fange, wenn es kommt, weil ich dann keine Äther mehr habe. Und Äther holt man sich nicht einfach mal so eben wieder. Eigentlich müsste ein Shiny kommen am Anfang, damit ich keinen Äther verschwendet habe. Dann würde ich es fangen. Eher so ist die Logik. Wenn ich keine Äther mehr habe, dann wird es noch nerviger. Ich weiß, Yonago-Beere geht auch, aber die muss ich dann auf 4 Attacken einsetzen und Yonago-Beeren hören auch auf und die musst du auch erstmal grinden. Ich weiß nicht mal, ob ich auch eine habe. Schrecklich, schrecklich. Aber morgen kommt's. Wir werden keinen Fail mehr haben und wir gehen hier einfach hoch auf 400 und dann kommt's. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Dasein. Ich gehe jetzt auf ein Konzert und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.